Super, jetzt geht's Schlag auf Schlag. Sehr gut. Okay. Gut, dann starte ich jetzt einfach mal mit der Anmoderation sozusagen und darf die Miriam Bahn vorstellen. Die Miriam Bahn arbeitet bei der österreichischen Umweltschutzorganisation Global 2000. Ja? Und da sind ihre Bereiche Umweltbildung und Aktivenkoordination. Und insbesondere ist sie da beschäftigt mit Bildungsprojekten im Nachhaltigkeitsbereich. Die Miriam hat, wir haben vorher uns das Du angeboten, darum darf ich Miriam sagen, hat Umweltpädagogik studiert und den Master in sozialer Ökologie gemacht. Ich persönlich sehr spannend finde. Und die Miriam schafft es, junge Menschen für den Klimaschutz zu begeistern, ihnen da Power zu geben und ihnen vielleicht Angst vor der krisenhaften Situation zu nehmen. Und wie sie das schafft und wie sie das macht, wird sie uns jetzt dann gleich erzählen. Okay, Miriam, ich übergebe dir das Wort. Dankeschön. Und ich melde mich so 10 Minuten vor Schluss und 5 Minuten vor Schluss nochmal, um dann die Pause langsam einzuleiten. Dankeschön. Ja, wunderbar. Dann danke für die Anmoderation und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Birgit hat es eh schon kurz davor erwähnt. Ich würde gern allen das Seminar Du anbieten, weil ich es immer ganz schön finde, mit dem Du-Wort zu arbeiten, weil es beim pädagogischen Arbeiten, finde ich, einfach nochmal mehr auf Augenhöhe ist. Ganz kurz, ich glaube, mittlerweile sind wir eh schon alle Zoom-Profis. Ich würde euch bitten, wenn ihr gerade nicht sprecht, dass ihr eure Mikrofone ausschaltet. Das geht links unten, kann man die einfach stumm schalten. Und dann, wenn ihr den Chat aufmacht, möchte ich euch gerne noch kurz zeigen, wenn ihr irgendwo zustimmen wollt, könnt ihr ein Plus machen. Wenn ihr was sagen wollt, ein Sternchen. Und ihr könnt natürlich auch Fragen in den Chat hineinschreiben. Und ich werde den Chat immer gut im Blick haben. Das heißt, ich kann dann auch darauf eingehen. Genau, dann würde ich jetzt auch schon zu Beginn gleich meinen Bildschirm teilen und nochmal sagen, herzlich willkommen zu diesem jetzigen Webinar Klimabildung motivieren, begeistern, empowern. Ich bin eben mittlerweile seit 6 Jahren bei Global 2000 und wir machen da sehr, sehr viele Umweltworkshops an Schulen. Und in eine Art von, also einen Teil von einem Workshop, aber der ist jetzt eben noch ein bisschen mehr auf Biodiversität geframed, da möchte ich euch heute mitnehmen, damit ihr ein bisschen Einblicke bekommt, wie wir so arbeiten und was wir da so machen. Ganz kurz noch zu Global 2000. Wir sind eine österreichische Umweltschutzorganisation und es gibt es nun schon fast 40 Jahre. Nächstes Jahr feiern wir unseren 40. Geburtstag und wir setzen uns ein für eine lebenswerte Zukunft und das machen wir auf ganz unterschiedlichste Art und Weise. Wir informieren, wir versuchen immer wieder mit PolitikerInnen und Politikern in Kontakt zu treten, um da auch auf politischer Ebene was zu bewegen. Und wir versuchen generell eine Stimme für die Umwelt und für eine lebenswerte Zukunft zu sein, also das auf verschiedensten Ebenen. Und ja, ganz kurz zum Ablauf der nächsten bisschen weniger als 1,5 Stunden. Ich hoffe, ihr seid schon mal gut angekommen. Wir werden jetzt gleich einsteigen in den Workshop. Der Workshop ist ein Workshop, den wir auch mit Schulklassen machen. Aber wie gesagt, ich habe das Biodiversitätsthema jetzt noch dazu genommen. Normalerweise ist es unser Klimaworkshop und ich habe das Biodiversitätsthema dann noch eingewebt. Das heißt, wir werden starten mit dem Thema Biodiversität. Dann werden wir uns bewegen vom Klimawandel zur Klimakrise, werden uns ein bisschen mit den Folgen der Klimakrise beschäftigen und dann auf den Bereich eingehen, aktiv für den Umweltschutz. Wie kann man selbst aktiv werden? Was kann man tun, damit die Klimaerwärmung langsamer vorangeht? Danach wird es noch Zeit geben, dass ich noch weitere Anregungen für den eigenen Unterricht mitgebe, und zwar einerseits zum Klimathema und andererseits zum Biodiversitätsthema. Und dann machen wir noch einen gemeinsamen Abschluss. Das wäre mal so grob das Programm für die nächsten
eineinhalb Stunden. Und ich würde jetzt gern auch gleich schon ins Thema einsteigen. Und zwar würde es mich jetzt interessieren von eurer Seite, und zwar die Aussage: Ich habe mich bereits mit den Themen Klimakrise und Artensterben beschäftigt. Wenn ihr nicht zustimmt zu dieser Aussage, dann bitte ich euch, eine 1 in den Chat zu schreiben. Wenn ihr voll zustimmt, eine 10. Man kann natürlich auch eine 5 reinschreiben, wenn man sich schon ein bisschen mit der Klimakrise und Artensterben beschäftigt hat. Also es ist ein Spektrum. Also eine Zahl von 1 bis 10. 1 ist für Stimme nicht zu und 10 ist für Stimme zu und alles dazwischen ist natürlich auch gut. Und ich sehe, da tauchen auch schon die ersten Zahlen auf. Wir haben da doch ein großes Interesse am Thema. Die meisten von euch haben sich schon mit dem Thema beschäftigt, manche schon sehr, sehr viel, manche noch ein bisschen weniger. Also da hoffe ich, dass ihr euch auch noch viel mitnehmen könnt heute. Und von dem her schon mal danke für diese erste Einschätzung. Wir kommen zur nächsten Aussage, und zwar: Die Klimakrise betrifft alle Menschen weltweit. Wieder gleiches Thema wie zuvor. 1 ist Stimme nicht zu und 10 ist Stimme zu. So, da haben wir jetzt sehr, sehr viele Zehner, die ich da sehe. Vielleicht möchte Eva Winkler, vielleicht möchtest du kurz was dazu sagen, warum du dich hier positioniert hast. Könntest du dich gerne kurz lautstellen? Ja, weil das ein Thema ist, das jetzt in den nächsten Jahren zusehends gelöst werden muss, weil sonst hat unsere Jugend keine Chance mehr auf ein halbwegs lebenswertes Leben. Also ist es ein Thema, was wir angehen müssen, was jetzt aktuell ist, wo wir jetzt aktiv werden müssen. Lisa, du hast 9 geschrieben. Möchtest du vielleicht noch was ergänzen? Warum die 9 und nicht die 10? Ja, ich habe überlegt, ob 9 oder 10. Also ich glaube, es betrifft sicher alle insofern, dass wahrscheinlich jeder irgendwann in irgendeiner Form die Folgen spüren wird. Aber es betrifft vielleicht nicht zu 100% alle, weil manche Leute halt einfach, also ich denke jetzt wirklich an Dritte Weltländer oder also wo man das einfach gar nicht an diese Informationen kommt, das ist das, in welcher Form es das eigentlich gibt. Also die sind vielleicht insofern nicht so sehr betroffen, dass sie gar nicht so viele Informationen darüber haben. Sehr spannender Aspekt, der jetzt gerade aufgekommen ist, und zwar dockt es auch gut an den Klimagerechtigkeitsaspekt an, nämlich die Klimakrise, die wird uns alle Menschen beschäftigen, auch eigentlich egal, ob wir uns informiert haben oder nicht zu diesem Thema. Aber sie wird vermutlich nicht alle Menschen gleich stark betreffen, weil gerade zum Beispiel im globalen Süden, Afrika, wenn es da immer heißer wird, dann werden viele Menschen dort zum Beispiel gar nicht mehr leben können und die werden dann auch wandern müssen zum Teil, wohingegen es in anderen Weltregionen wahrscheinlich nicht ganz so starke, drastische Veränderungen gibt, wo dann das Leben nach wie vor noch möglich ist. Also ich würde zustimmen, die Klimakrise, die betrifft alle Menschen weltweit, aber sie betrifft nicht alle Menschen weltweit gleich stark. Es sind nicht alle gleich stark davon betroffen. Auch arme Menschen sind tendenziell stärker von der Klimakrise betroffen als reichere Menschen, die sich ja durchaus auch woanders zum Beispiel noch ein Haus leisten können oder gute Systeme einbauen können, wie wenn es um Wärme- oder Kälteversorgung geht und so weiter. Also da wird schon auch große Unterschiede geben. Auch Frauen werden tendenziell stärker von der Klimakrise betroffen sein als Männer. Ich habe noch eine letzte Aussage mitgebracht, und zwar die Aussage: Für den Klimaschutz kann jeder, jede Einzelne was tun. Wieder gleiches Schema wie zuvor. Stimme zu ist eine 10 und Stimme nicht zu eine 1. So, auch hier sehe ich jetzt wieder ganz viele Zehner und Neuner. Maria, magst du vielleicht kurz sagen, warum du dich auf die 10 positioniert hast? Ja, also ich glaube, dass im Haushalt, im alltäglichen Leben man eigentlich recht viel auch so Kleinigkeiten halt machen kann.
die sich dann auswirken, wenn es halt viele machen. Es ist zwar für jeden Einzelnen nur eine Kleinigkeit, aber wenn es viele machen, dann wirkt es sich doch aus. Ich meine, natürlich, ein Baby oder so kann jetzt in dem Sinn noch nicht was machen, aber später, wenn es dann größer geworden ist, sozusagen. Ja, danke schon mal dafür. Janina oder Janine, ich weiß nicht genau, wie man es sagt, warum hast du eine 5 geschrieben? Aus dem Grunde, weil man kann selber schon so einiges machen. Wobei ich denke mal, wenn das nicht irgendwie ein bisschen global gemacht wird, nutzt das nichts. Weil es ist schön, wenn ich schaue, dass ich Müll reduziere, aber wenn ich einkaufen gehe und das Obst ist in einem Plastiksackel eingepackt, kann ich nichts mehr machen. Ich kann dafür sorgen, dass das Plastiksackel fachgerecht entsorgt wird. Aber es ist halt schwierig, wenn die Verpackungen dann so sind meine Möglichkeiten als Person auch limitiert. Oder ich kann mich dafür entscheiden, dass ich mit dem Fahrrad oder öffentlich in die Arbeit fahre. Man könnte aber sich auch dafür entscheiden, dass man die Autoindustrie umstellt. Also ich denke da einfach ein bisschen größer und denke mir, da ist viel mehr Potenzial drinnen als in jedem Einzelnen. Sehr, sehr wichtiger Aspekt auch. Also ja, jede Einzelne kann was tun, aber es braucht auch die Politik, es braucht auch die politischen Rahmenbedingungen und es braucht auch Unternehmen, die das vorleben, damit dieser Wandel auch für jeden leicht möglich ist. Super, danke schon mal für diesen ersten Einstieg und eure Wortmeldungen. Ich würde jetzt gerne einsteigen ins Thema Biodiversität. Biodiversität bedeutet so viel wie die Vielfalt des Lebens und sie umfasst drei große Bereiche. Einerseits sprechen wir von Biodiversität, wenn wir von der Vielfalt von Ökosystemen sprechen. Bei Ökosystemen, da meint man Lebensräume in Kombination mit den Pflanzen und Tieren, die dort leben. Und diese Vielfalt von Ökosystemen, die ist ganz wichtig, dass sie bewahrt wird. Wenn ein Teilchen aus einem Ökosystem rausfällt, also zum Beispiel wenn eine Biene oder ein Schmetterling einfach nicht mehr da ist in diesem Ökosystem, in diesem Lebensraum, dann hat es Auswirkungen auf das restliche System. Dann werden zum Beispiel manche Blüten nicht mehr bestäubt oder so. Deswegen Vielfalt von Ökosystemen, das ist der eine Bereich, der eine große. Der zweite große Bereich, wenn wir von Biodiversität sprechen, ist die Artenvielfalt. Hier geht es um die Vielfalt von Pflanzen und Tieren. Und der dritte große Bereich ist die genetische Vielfalt. Also innerhalb der Arten gibt es auch wieder verschiedene genetische Ausprägungen. Und das ist vor allem dann wichtig, wenn sich die Umwelteinflüsse verändern. Also wenn es zum Beispiel wärmer wird, dass sich dann manche genetischen Variationen besser anpassen können als andere. Und diese drei Bereiche, die machen sozusagen Biodiversität aus, diese Vielfalt des Lebens. Meine Frage jetzt an euch ist, warum brauchen wir überhaupt Biodiversität? Gerne entweder mit Sternchen im Chat melden oder einfach reinschreiben, warum ihr glaubt, warum wir Biodiversität brauchen. Warum ist das wichtig? Hat irgendjemand eine Idee? Gerne in den Chat hineinschreiben. Warum brauchen wir diese Vielfalt des Lebens? Die Natur erhalten trotz der Klimaveränderung. Artenreichere Ökosysteme sind stabiler. Genau, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn wir jetzt eine Monokultur haben, also ein Feld, wo nur die gleiche Sorte wächst im Vergleich zu einem Feld, wo viele verschiedene Dinge wachsen, dann ist das Feld, wo verschiedene Dinge wachsen, viel stabiler gegenüber negativen Umwelteinwirkungen als jetzt zum Beispiel diese Monokultur. Genau, sehr, sehr wichtiger Punkt. Es ist wie das Immunsystem der Erde. Das ja, ist auch ein spannender Ansatz. Genau, es ist wie das Immunsystem der Erde. Wir brauchen diese Vielfalt, damit unser Naturraum funktioniert, damit wir die Ökosystemleistungen überhaupt nutzen können, damit wir essen können, wie wir essen, damit wir das Wasser haben, das wir trinken können und so weiter. Nahrungsvielfalt durch Biodiversität, auch sehr wichtiger Punkt. Genau, Ernährung ist ein sehr großer Punkt.
je mehr Arten, desto weniger Chemie ist nötig. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Und es ist wichtig, um unsere globale Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten. Ja, super, ihr habt da eh schon sehr viele gute Punkte gebracht. Ich würde jetzt gerne das noch mit einer Grafik ein bisschen veranschaulichen, und zwar mit dem Beispiel der Biene. Und zwar ganz oft, wenn wir von der Biene sprechen, dann denke ich mir die Honigbiene. Aber die Honigbiene ist nur eine von ganz, ganz vielen verschiedenen Bienenarten. Allein in Österreich haben wir circa 700 Wildbienenarten. Und wenn wir uns jetzt anschauen, diese Wildbienenarten, die, also 71% von den 100 weltweit wichtigsten Nutzpflanzen, diese werden von Bienen bestäubt. Das ist ein Drittel unserer Nahrung, die wird es überhaupt nicht geben ohne die Bienen, weil die eben so eine wichtige Bestäuberleistung haben. Und wenn jetzt die Bienen, also alle Bienen von einem Tag auf den anderen aussterben würden, dann würde uns das massiv viel Geld kosten, dann wären wir bei 250 Milliarden Euro, weil diese Bestäubung müsste dann händisch gemacht werden. Da könnt ihr euch vorstellen, das wäre einfach unglaublich viel Arbeit. In China passiert es leider teilweise schon, dass die Pflanzen händisch bestäubt werden, weil da einfach nicht so viele Bienen in manchen Teilen sind. Und dieser wirtschaftliche Wert, den darf man auch nicht vergessen, wenn es da um die Biodiversität geht. Das heißt, diese Wildbienenarten sind unglaublich wichtig, und das ist jetzt aber nur ein Beispiel für die Biodiversität, für die Vielfalt, die wichtig ist, um die aufrechtzuerhalten. Und wenn wir jetzt anschauen, die Verluste an Biodiversität in Österreich, dann ist es so, dass mittlerweile über die Hälfte der heimischen Schmetterlingsarten gefährdet ist. Seit 1998 sind ein Drittel der Vögel aus den österreichischen Kulturlandschaften verschwunden. Also das ist eigentlich ziemlich viel. 1998 ist noch nicht so lange her, und das ist, finde ich, sehr erschreckend. Und was ich auch sehr erschreckend finde, ich bin jetzt 31 Jahre alt, und vor 30 Jahren hat es 80, also es gibt 80% weniger Insekten in der Masse sozusagen als noch vor 30 Jahren. Das ist unglaublich viel, und da sollte man schon drauf auch schauen, weil neben der Klimakrise ist die Biodiversitätskrise, also der Verlust an Arten, eigentlich die größte Krise, die wir derzeit haben auf diesem Planeten. Was sind jetzt die Gründe für den Verlust an Biodiversität? Da gibt es mehrere. Einerseits den Verlust an Lebensraum, also dass viele Tiere, viele Pflanzen einfach nicht mehr den Lebensraum haben, weil versiegelt wird, also sprich, weil irgendwelche Gebäude gebaut werden, Straßen gebaut werden und so weiter. Oder auch, weil großflächig Monokulturen angebaut werden. Die konventionelle Landwirtschaft, die trägt auch zu einem Verlust der Biodiversität bei. Vor allem, wenn ganz häufig gemäht wird, dann können viele Pflanzenarten zum Beispiel gar nicht aufblühen. Das ist zum Beispiel ein Thema. Und auch die chemischen Düngemittel sind leider nicht sehr gut für die Biodiversität und die Vielfalt. Auch die Gentechnik ist ein Problem und trägt zum Verlust an Biodiversität bei. Da gibt es immer wieder so spezielle Pflanzenarten, die gezüchtet werden, damit sie resistent sind gegen gewisse Unkrautvernichtungsmittel. Und wenn dann diese Unkrautvernichtungsmittel eingesetzt werden, dann stirbt alles ab, außer diese Pflanzen, die gentechnisch verändert wurden. Das heißt, auch das ist ein Problem für die Vielfalt. Die Gewässerbelastung ist ein Problem für die Artenvielfalt. Die Lichtverschmutzung und ganz, ganz wichtig auch die Klimaerwärmung, der Klimawandel. Und weil der Klimawandel so ein wichtiges Thema ist, möchte ich jetzt mit euch in dieses Thema noch ein bisschen mehr eintauchen. Und zwar mit dem großen Klimaquiz. Ich werde jetzt das Bildschirmteilen an dieser Stelle stoppen und euch alle bitten, dass ihr auf www.menti.com geht. Da könnt ihr gerne eure Handys herausnehmen. Oder wenn ihr kein Handy habt, könnt ihr das auch einfach über den Browser machen. Und sobald ihr das gemacht habt, fordert euch menti.com auf, einen Code einzutippen. Und ich bitte euch, den Code 24814696 einzutippen, damit ihr an unserem Quiz teilnehmen könnt. Ich
habe auch alles nochmal in den Chat hineingeschrieben, damit ihr da auch nochmal nachschauen könnt. Also bitte auf www.menti.com gehen und den Code 2481 4696 eingeben. Und ich sehe, dass schon einige von euch hier sind. Wir werden noch einen kurzen Moment warten. Ich sage gerne entweder mit dem Handy oder es geht auch über den Browser. Einfach einsteigen. Und ich habe parallel den Bildschirm auch geteilt. Falls ihr mit dem Handy teilnehmt, dann könnt ihr das auch hier verfolgen. Falls es bei jemandem nicht funktionieren sollte, ist es auch kein Problem, dann einfach das Zoom-Fenster weiterhin mitverfolgen. Da wird man die Fragen sehen und auch die Antworten. Und falls jemand rausfällt während dem Quiz, der Menti-Code ist immer eingeblendet im Chat bzw. ganz oben in dieser Leiste. Und dann einfach wieder auf www.menti.com gehen und den Code eingeben. Gut, ich würde sagen, 12 schaut schon ganz gut aus. Starten wir mal ins Quiz hinein und wie gesagt, falls jemand rausfällt, einfach wieder mit Menti einsteigen. Wir kommen zur ersten Frage. Und zwar, was ist eigentlich das Klima? Ist es die aktuelle Situation an einem Ort, also zum Beispiel, wenn es sonnig ist oder wenn es regnet? Oder ist es ein mittlerer Wetterzustand an einem Ort von mindestens 30 Jahren? Und bitte abstimmen. Und es haben alle richtig getippt oder es richtig gewusst. Genau, das Klima ist natürlich der mittlere Wetterzustand an einem Ort von mindestens 30 Jahren. Im anderen Fall, wenn es regnet, wenn es sonnig ist, dann spricht man vom Wetter. Wir kommen weiter zur nächsten Frage. Stimmt nicht. Ich möchte zuerst noch kurz auf was eingehen, und zwar auf den Treibhauseffekt. Vielleicht haben sich viele von euch schon damit beschäftigt. Ich möchte es trotzdem gerne nochmal wiederholen, weil ich immer finde, dass es eine wichtige Basis ist, um den Klimawandel, die Klimakrise zu verstehen. Und zwar ist ja um unsere Erde herum bildet sich die Atmosphäre. Und in der Atmosphäre, da sind verschiedene Treibhausgase drin, wie zum Beispiel das CO2, aber auch Wasserdampf, Methan und so weiter. Und wenn jetzt die Sonnenstrahlung hineinkommt, also die durchdringt diese Atmosphäre als kurzwellige Strahlung, dann wird sie zum Teil aufgenommen von der Erde und zum Teil als langwellige Strahlung wieder nach außen reflektiert. Und ein Teil von dieser Strahlung wird aber wegen den Treibhausgasen wieder zurückreflektiert und dadurch gibt es eine gewisse Grundwärme auf unserer Erde, auf unserem Planeten. Wir kommen zur nächsten Frage. Bitte wieder auf euer Handy schauen oder auf euren Browser. Und die Frage ist, was glaubt ihr, welche durchschnittliche Temperatur hätten wir auf der Erde ohne den natürlichen Treibhauseffekt? Also ohne diesen Effekt, dass es ein bisschen wärmer wird durch die hereinkommende Sonne und die Treibhausgase, die einen Teil drinnen halten. Genau, ohne den natürlichen Treibhauseffekt hätten wir eine Temperatur von durchschnittlich minus 18 Grad. Da wäre ein Leben auf dem Planeten, so wie wir es kennen, für ganz viele nicht möglich. Und deswegen ist dieser natürliche Treibhauseffekt eigentlich sehr, sehr wichtig auch für uns. Mit diesem natürlichen Treibhauseffekt haben wir eine durchschnittliche Temperatur von 15 Grad auf unserem Planeten. Wenn wir uns jetzt anschauen, diese Grafik im Vergleich zur vorherigen Grafik, dann sieht man, dass hier die Treibhausgasschicht, also diese Atmosphäre und die Treibhausgase in der Atmosphäre dicker geworden sind.
sind mehr geworden. Und das nennt man den anthropogenen Treibhauseffekt, der menschgemachte Treibhauseffekt, weil durch den Menschen mehr Treibhausgase in die Atmosphäre gelangt sind und dadurch, wie man sieht, mehr der Strahlung innerhalb der Atmosphäre bleibt, wodurch sich das Klima nach und nach erwärmt. Das heißt, das durchschnittliche Klima von diesen durchschnittlichen 15 Grad wird zunehmend wärmer. Und das ist eben, wenn man von Klimaerwärmung spricht, dann spricht man genau von diesem Effekt. Ich habe jetzt da eine Grafik mitgebracht und da sieht man den Temperaturverlauf seit dem Jahrtausend nach Christus bis 2007. Das ist diese rote Kurve und man sieht, dass sie eigentlich immer relativ stabil geblieben ist, bis dann so im Jahr 1880 herum. Da hat es dann plötzlich begonnen, stark zu steigen. Was war 1880? Gerne in den Chat hineinschreiben, warum ist da plötzlich die Temperatur hat begonnen zu steigen? Warum ist es da so stark nach oben gegangen? Also wenn jemand gerade in den Chat hineinschreiben kann, sehr, sehr gerne. Genau, Beginn der Industrialisierung, man hat begonnen, Erdöl, Erdgas und Kohle zu verbrennen, industrielle Revolution, genau. Das heißt, dadurch ist mehr CO2 in die Luft gekommen, mehr Kohlendioxid. Und wenn man sich anschaut, man hat diese rote Kurve auf der einen Seite, auf der anderen Seite sieht man diese graue Kurve dahinter. Die graue Kurve steht für das Kohlendioxid in der Atmosphäre und man sieht, dass zwischen dem Kohlendioxid und der Temperaturkurve, dass die beide gleichzeitig nach oben gehen und dass da ein direkter Zusammenhang besteht, nämlich mit dem steigenden Kohlendioxid-Emissionen in der Atmosphäre ist auch die Temperatur angestiegen. Seit der industriellen Revolution bis heute ist die durchschnittliche globale Temperatur bereits um 1 Grad angestiegen, also um 1 Grad höher, als sie noch früher war. Und 1 Grad, das klingt jetzt vielleicht gar nicht so viel, aber stellt euch vor, ihr habt so eine durchschnittliche Temperatur, Körpertemperatur von so 36,5, knapp 37 Grad. Wenn ihr jetzt 1 Grad mehr habt, dann seid ihr schon bei 37, 38 Grad. Das ist dann schon eine leichte Übertemperatur, leichtes Fieber. 39 Grad ist dann schon Fieber und bei 40 Grad geht es euch dann schon richtig schlecht. Und genauso ist es eigentlich auch für den Planeten. Dieses 1 Grad klingt im ersten Moment nicht viel, aber das ist für den Planeten unglaublich viel und macht auch schon einen großen Unterschied. Und wenn wir jetzt nichts machen, also wenn wir weiterhin so viel CO2 rausblasen, wie wir das derzeit tun, dann wird sich das Klima bis Ende des Jahrhunderts um 6,4 Grad erwärmen. Und da würden wir unseren Planeten, so wie wir ihn heute kennen, wahrscheinlich nicht mehr wiedererkennen. Ich habe jetzt die nächste Frage für euch. Bitte wieder auf eure Handys oder euren Desktop schauen. Wir kommen zur dritten Frage. Und die erscheint jetzt. Und so, was glaubt ihr, um wie viel Grad ist die durchschnittliche Temperatur in Mitteleuropa seit der letzten Eiszeit angestiegen? Letzte Eiszeit war vor 10.000 bis 15.000 Jahren. Um wie viel Grad ist die durchschnittliche Temperatur angestiegen? Und tatsächlich ist die richtige Antwort 5 Grad. Also es war nur 5 Grad kühler bei der letzten Eiszeit im Vergleich zu heute. Und diese 5 Grad kühler haben ein komplett anderes Bild der Erde eigentlich gegeben, nämlich dass große Teile der Erde vergletschert waren. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, 5 Grad in die andere Richtung, also plus 5 Grad, das würde natürlich auch eine enorme Auswirkung haben auf unseren Planeten. Kommen wir zum nächsten Punkt und zur nächsten Frage. Bitte wieder auf die Handys schauen. Welches Gas macht den größten Anteil am menschgemachten Treibhauseffekt aus? Ist es das Methan, das Lachgas oder das Kohlendioxid, das CO2?
Und tatsächlich macht den größten Anteil am menschgemachten Treibhauseffekt das Kohlendioxid aus. CO2 entsteht bei der Verbrennung von Kohle, Erdöl, Erdgas, zum Beispiel bei Fabriken, aber auch eben im Verkehr und ist eben das, weil mengenmäßig auch was am meisten rausgeht, das wichtigste Treibhausgas. Und von dem müssen wir auf jeden Fall sehr, sehr viel einsparen. Ein weiteres sehr wichtiges Treibhausgas, was ihr auch an zweiter Stelle genannt habt, ist das Methan. Das Methan entsteht in der Landwirtschaft, wird ganz oft auch in Verbindung gebracht mit den Wiederkäuern, also mit den Kühen. Im Verdauungsprozess entsteht dieses Methan, aber auch bei Reisfeldern, die nass sind, also auch da entstehen durch die Bakterieneinwirkungen diese Methangase. Und das Methan ist auch ein sehr, sehr wichtiges Treibhausgas. Es ist 28 Mal so schädlich wie ein CO2-Molekül, also ein CO2-Molekül im Vergleich zu einem Methanmolekül. Methan ist 28 Mal so schädlich, macht ein bisschen weniger aus von den insgesamten Treibhausgasemissionen, aber ist auch sehr, sehr wichtig, dass wir das reduzieren. Und das dritte wichtige Treibhausgas ist das Lachgas. Das Lachgas entsteht vor allem in der Landwirtschaft, nämlich durch die Düngemittel, Stickstoffdünger. Dadurch kommt es in die Luft und Lachgas kann bis zu 310 Mal so klimaschädlich sein wie das CO2. Macht weniger aus von der Menge her als das CO2, ist aber sehr, sehr klimaschädlich und von dem her auch da gilt es, weniger Lachgas in die Atmosphäre rauszupulvern, um da einfach zu schauen, dass sich das Klima nicht zu stark erhitzt. Wie hängt jetzt unser Lebensstil oder unsere Lebensstile mit der Klimakrise zusammen? Gerne eure Ideen dazu in den Chat hineinschreiben. Also was hat das Ganze mit unserem Leben zu tun, mit unseren Lebensstilen? Wie trägt unser Lebensstil zur Klimaerwärmung bei? Wie hängt es zusammen, dass so viel CO2 oder Methan oder Lachgas eben in die Luft kommt? Da gibt es vier große Bereiche, wo wir beitragen. Ich werde das jetzt an dieser Stelle wegen der Zeit auch vielleicht... Ah ja, da kommen schon die ersten. Genau, sehr wichtig, Verkehr, Ernährung, das sind die... sind zwei der großen Bereiche, da haben wir Fast Fashion, also der Bereich Konsum ist auch ein sehr großer, wo das Fast Fashion eben auch reinfällt, auch Internet, Handel sehr, sehr wichtig, genau. Und dann habe ich noch irgendwo gesehen, die Heizung, also auch die Heizung, das Wohnen und die Energie sind auch ein sehr wichtiger Bereich. Also wenn ich es nochmal zusammenfasse, die vier großen Bereiche, wo unsere Lebensstile zum Klimawandel beitragen, sind der Bereich Ernährung und da habe ich auch schon Fleischkonsum gelesen, also vor allem der Fleischkonsum ist da dafür verantwortlich. Dann der Bereich Mobilität, gehört das Reisen natürlich dazu, der Bereich Konsum und der Bereich Wohnen und Energie. Also das sind die vier großen Bereiche, wo unsere Lebensstile zur Klimakrise, zum Klimawandel beitragen. Eine letzte Frage habe ich noch für euch. Bitte nochmal auf eure Handys oder euren Computer schauen. Und zwar, wenn alle Menschen so leben würden wie wir in Europa, würde da eine Erde reichen oder bräuchten wir da mehrere Planeten, mehrere Erden? Bräuchten wir da 3 oder 5 Erden? Was glaubt ihr? Und tatsächlich ist es so, dass wenn alle Menschen so leben würden wie wir hier in Europa, dann würde unser einer Planet nicht ausreichen, sondern dann bräuchten wir 3 Erden. Wenn alle Menschen so leben würden wie die durchschnittliche Amerikanerin, dann bräuchten wir 5 Erden. Das ist weit über die Maßen, das ist viel zu viel. Wir haben nur diesen einen Planeten, diese eine Erde und auf den müssen wir gut aufpassen. Deswegen müssen wir da auch aktiv werden für den Klimaschutz und für eine lebenswerte Zukunft für uns alle. Gut, dann danke schön mal fürs Mitmachen beim Quiz. Ihr könnt gerne eure Handys an dieser Stelle wieder weglegen. Und ich werde jetzt nochmal gleich meinen Bildschirm teilen,
Und wir werden uns jetzt anschauen, Sekunde, wir werden uns jetzt anschauen, die Folgen des Klimawandels. Da zeige ich euch ein Video dazu. So, und das Video geht schon los. Schon heute bei einem Grad Erwärmung erleben wir mehr Hitzewellen und Dürren, stärkere Stürme und Hochwasser. Diese Effekte nehmen mit jedem Grad weiter zu. Schon bei über 1,5 Grad ist die Existenz vieler Inselstaaten im Pazifik bedroht. Steigt der Meeresspiegel, werden einige Inseln komplett im Meer verschwinden. Andere verlieren durch das Sterben der Korallenriffe ihre Lebensgrundlage. Ab 2 Grad globaler Erwärmung wird es noch viel mehr Menschen treffen, denn dann könnte das Klima kippen. Das Polareis reflektiert bislang das Sonnenlicht und wirkt der Erwärmung entgegen. Da es immer weiter schmilzt, dringen immer mehr Sonnenstrahlen ins Wasser und erwärmen es. Das wiederum führt dazu, dass das Eis schneller schmilzt. Ein Teufelskreis. Solche sich selbst verstärkenden Prozesse gibt es rund um den Globus und sie alle heizen die Erde immer schneller auf. Jenseits der 3 Grad werden immer mehr Gletscher verschwinden. Es werden immer mehr Flüsse versiegen und trockene Regionen werden noch trockener. Auch die großen Regenwälder der Erde, wie um den Amazonas, werden nach und nach verschwinden. Ab 4 Grad wird auch in Südeuropa die meiste Zeit Dürre herrschen. Teile der USA und des Nahen Ostens werden durch die Hitze faktisch unbewohnbar. Große Teile der Weltbevölkerung werden unter Wasserknappheit leiden. Und unzählige Menschen werden durch Hitzestress und Infektionen sterben. Und vor allem durch Unterernährung. Denn Missernten und Hungersnöte werden immer häufiger. An anderen Orten hingegen wird es zu viel Wasser geben. Überflutungen drohen dann weltweit, auch großen Metropolen wie zum Beispiel Hamburg, Mumbai, Shanghai oder New York. Mit jedem Grad müssen mehr Menschen fliehen. Die einen auf der Suche nach Nahrung und Wasser, die anderen vor den Überflutungen und Stürmen. Stürme werden immer größere Ausmaße erreichen. Bürgerkriege und Kämpfe um immer knapper werdende Ressourcen werden kaum zu verhindern sein. Erwärmt sich das Klima noch weiter, sind die Folgen kaum mehr vorhersehbar. Sicher scheint aber, nach und nach werden fast alle heute lebenden Arten aussterben. Auch der menschlichen Zivilisation, wie wir sie heute kennen, droht dann das Ende. Das war jetzt ein ziemlich, finde ich, für mich immer wieder heftiges Video, das zu sehen. Das zeigen wir übrigens erst ab der Oberstufe, also für Oberstufenschülerinnen und Schüler, weil in der Unterstufe finde ich das noch fast ein bisschen zu viel. Aber meine Frage ist jetzt, wie geht's euch, wenn ihr dieses Video seht? Gerne Sternchen in den Chat machen oder reinschreiben in den Chat. Wie war das für euch, dieses Video anzuschauen? Wie geht's euch damit? Was löst es in euch aus? Angst? Sehr heftig? Es fühlt sich nicht gut an, es macht Angst, ja. Christiane, kannst gerne dich lautschalten und was sagen? Ja, also man weiß ja das alles schon lange. Und was mich ein bisschen grantig macht, ist, dass manche Länder wie China und Russland das vollkommen ignorieren, wie man gestern gehört hat bei der Klimakonferenz, dass denen das einfach egal ist und die Amerikaner auch erst langsam wieder einsteigen. Und wir können jeder nur im Kleinen versuchen, was zu ändern und unsere Kinder da munter zu machen und mobil zu machen, aber die Leute, die das betreffen würde, schauen sich das sicher nicht an und die sich es anschauen, weiß ich nicht, ob wir genug Macht haben, ich sage es ehrlich. Solange die Lobby
der großen Industrien nicht von der Politik gestoppt werden, haben wir nicht wirklich viel Chance. Also, das größte Problem ist, glaube ich, genau Kindern, ich würde das am liebsten meiner Volksschulklasse auch schon zeigen, ganz ehrlich, weil das sind die Einzigen, die was langfristig dagegen tun können. Nur, das geht natürlich nicht, das ist eh klar. Und ich bin im Laufe der Jahre draufgekommen, dass man Kindern immer irgendwie die Schönheit der Natur präsentieren muss, um sie zu lieben und nicht die fürchterliche negative Seite, weil das macht nur frustriert und dann denkt sich jeder nur mehr, kann eh nichts machen, ja, so wie ich jetzt gerade. Und ich bemühe mich wirklich seit ungefähr 20 Jahren sehr extrem, seit 30 Jahren im Kleinen, was zu ändern und den Fußabdruck klein zu halten, aber man wird oft belächelt und die, die es ändern können, denen geht das am Hintern vorbei, glaube ich. Also gut, Ende der Durchsage. Ja, danke fürs Teilen. Das spiegelt da viel wider von dem, was auch noch im Chat kommen ist, nämlich ja die Resignation oder die Machtlosigkeit oder den Frust, den man oft spürt, wenn man so ein Video sieht und dann wieder spürt, wie wenig da eigentlich passiert, wie viel da noch politisch gemacht werden müsste. Und ja, es darf auf keinen Fall so kommen, wie es in diesem Video gerade gezeigt worden ist. Also wir bei Global 2000 und ganz, ganz viele andere tun alles, damit es eben nicht so weit kommt. Und ich habe da schon auch noch Hoffnung. Aber es ist voll okay, dass man sich angesichts der Klimakrise, dass man diese Angst da spürt oder diese Trauer und dass man das auch kurz zulässt. Und ich finde, gerade im Unterricht mit Schülerinnen und Schülern ist es auch voll okay, auch diesen Raum aufzumachen und zu sagen, hey, was macht das eigentlich mit mir, diese ganzen Szenarien zu sehen, diese ganzen Bilder zu sehen und einfach sich dessen bewusst zu werden, also diese Emotionsebene da reinzugehen und zu schauen, es ist okay, dass ich Angst habe, es ist okay, dass ich traurig bin, wenn die ganzen Arten aussterben würden und so weiter. Und da mal hinzuschauen. Ich habe noch eine weitere Frage für euch, und zwar, wer sind denn jetzt eigentlich die Verursacher der Klimakrise und wer sind die Hauptbetroffenen? Fangen wir vielleicht mit den Verursachern an. Wer sind aus eurer Sicht die Verursacher der Klimakrise? Wer trägt dazu bei, dass die Klimakrise, dass sich das Klima jetzt so stark erwärmt? Gerne wieder in den Chat hineinschreiben. Die Menschheit, die Industrie, genau, wir sprechen hier vom menschgemachten Klimawandel, Industrie, die BewohnerInnen der reichen Länder, also der globale Norden eigentlich vor allem, weil unsere Lebensstile über die Maßen sind. Wir haben davor gehört, wenn alle so leben würden wie wir, bräuchten wir 3 Planeten. Das geht sich einfach nicht aus. Also wir leben auch auf Kosten von anderen. Die Ich-Gesellschaft, dieses sich selbst verwirklichen, alles selbst zu haben, Wohlstand, die Menschen, die dadurch reich werden, also dieser wirtschaftliche Profit, dass der nach wie vor das Gemeinwohl eigentlich gestellt wird. Genau, ihr habt ja eh schon viele sehr wichtige Punkte genannt. Also das heißt, die Hauptverursacher, letztlich auch die ganze Werbung, die uns einredet die ganze Zeit, was wir alles brauchen, was wir eigentlich gar nicht brauchen unbedingt. Und dieses über das Ziel hinausschießende Fortschrittsdenken haben wir da auch noch. Ja, die Frage ist, was ist Fortschritt überhaupt? Ist es Fortschritt, dass sich das Klima um 6,4 Grad erwärmt? Oder könnte es auch Fortschritt sein, wenn wir sagen, na, das Klima wärmt sich um 1,5 Grad und wir schaffen es, ein gutes Leben zu haben, ein gutes Leben mit viel Lebensqualität? Danke schon mal dafür. Meine zweite Frage wäre, wer sind denn jetzt die Hauptbetroffenen der Klimakrise? Wenn wir gehört haben, die Verursachersache ist vor allem der globale Norden, wobei das immer die Wirtschaftsinteressen, der Profit oft so wichtig ist. Wie schaut es denn aus mit dem Hauptbetroffenen? Wer sind denn die Hauptleidenden aus der Klimakrise? Alle Menschen des Planeten. Es wird uns alle betreffen. Küstenbewohner. Genau, sehr wichtiger Punkt. Also gerade wenn der Meeresspiegel ansteigt, werden ganz viele Menschen, also Inselbewohnerinnen und Bewohner, werden dort nicht mehr leben können. Auch viele Städte sind auch an den Küsten und auch da wird es massive Maßnahmen brauchen, damit die da weiterhin bestehen können.
Menschen im globalen Süden, die ärmsten indigenen Tierarten in den Wäldern, Schwellenländern, die Menschen, die ja in trockenen Gebieten leben, die nächste Generation. Genau, also es ist sehr wichtige Punkte, die dir ansprechen. Und deswegen ganz oft, wenn man von der Klimakrise spricht, mir ist auch ein Wort ganz wichtig, nämlich die sogenannte Klimagerechtigkeit. Und das heißt die Frage, wenn wir jetzt ein Umdenken hinkriegen, was ist denn dieses Umdenken? Wenn wir uns für ein gutes Leben für alle einsetzen, wer sind denn diese ganzen Menschen? Und das ist wirklich wichtig, da auch möglichst viele mit einzubeziehen und zu schauen, wer sind die Hauptleidtragenden und wie kann man da bestmöglich unterstützen in einer privilegierteren Situation, wie wir es zum Beispiel hier sind im globalen Norden. Gut, danke schon mal für diese vielen Meldungen. Ich werde jetzt nochmal meinen Bildschirm teilen mit der Präsentation und möchte die Folgen der Klimakrise jetzt ganz kurz noch ergänzen mit ein paar weiteren Dingen bezogen auf die Artenvielfalt. Und zwar, wenn sich die Temperatur um 1,5 Grad erwärmt, dann wird 6% der Insektenarten werden die Hälfte ihrer Population verlieren. Beziehungsweise 4% der Wirbeltierarten die Hälfte der Population oder 8% der Pflanzenarten. Wenn sich das Klima jetzt um 2 Grad erwärmt, dann sind es bereits 18% der Insektenarten, beziehungsweise doppelt so viele der Wirbeltierarten und der Pflanzenarten. Das heißt, da sieht man schon, es macht einen Unterschied, ob sich das Klima um 1,5 Grad oder um 2 Grad oder um 3 Grad erwärmt. Das hat man auch sehr schön in diesem Video, was ich euch davor gezeigt habe, gesehen. Wenn sich das Klima um plus 2 Grad erwärmt, dann wird ein Viertel aller Arten das nicht überleben. Und wenn wir so weitermachen, dann kann es sein, dass im Jahr 2080 die Hälfte aller Arten, also aller Tier- und Pflanzenarten, die wir heute kennen, einfach nicht mehr auf diesem Planeten sind. Und das und auch das vielleicht noch als letzten Punkt, punkto Biodiversität auch, eine Erwärmung von plus 2 Grad würde auch eine komplette Zerstörung der Korallenriffe weltweit bedeuten. Und jetzt aber die wichtige Botschaft, es macht einen Unterschied, 1,5 Grad, 2 Grad oder mehr, jedes Zehntel Grad zählt und deswegen ist es so wichtig, dass wir handeln. Es gibt kein, wir tun gar nichts, weil wenn wir gar nichts tun, dann wird sich das Klima um 6,4 Grad erwärmen und das haben wir im Video gesehen, das wollen wir auf gar keinen Fall. Wenn sich das Klima jetzt um 1,5 Grad erwärmt, dann wäre das schon ein enormer Unterschied im Vergleich zu den 2 Grad oder den 2,5 Grad. Und deswegen ist es super, super wichtig, dass wir aktiv werden, dass wir das tun und dass wir diese Klimaerwärmung möglichst niedrig halten. Und meine Frage an euch ist jetzt, was sollte eurer Meinung nach passieren, damit wir den Klimawandel aufhalten können und die Erwärmung der Erde unter 1,5 bzw. unter 2 Grad halten können? Also was müsste passieren, damit wir eben nicht über diese 2 Grad Erwärmung kommen? Und dazu werde ich euch jetzt in Breakout-Sessions einteilen. Ihr werdet jetzt immer zu zweit zusammengehen und habt kurz 3 Minuten Zeit, das zu besprechen. Und wir werden das dann wieder gemeinsam im Plenum sammeln. Ich werde die Breakout-Sessions jetzt erstellen. Ihr seid zu zweit oder zu dritt. Wirklich nur kurz 3 Minuten Zeit. Ich hole euch dann automatisch wieder zurück. Was muss passieren, damit wir diese Erwärmung unter 1,5 bzw. unter 2 Grad halten. Einfach kurz miteinander austauschen. Es geht schon los.
Willkommen zurück. Die anderen sollten auch in den nächsten 10 Sekunden wieder zu uns stoßen. Ja, dann geht immer viel zu schnell. Und herzlich willkommen wieder zurück. Ja, es war jetzt wegen der doch ein bisschen kürzeren Zeit auch ein bisschen knapper und so, aber ich hoffe, ihr seid trotzdem auf viele tolle Ideen gekommen. Wie werden wir das jetzt sammeln? Ich werde jetzt wieder meinen Bildschirm mit euch teilen. Und so wie wir das davor bereits gemacht haben, werden wir wieder auf www.menti.com gehen. Und ihr könnt da jetzt den Code wieder eingeben, ist der gleiche wie zuvor, der ist 2481 4696, und könnt da eure Ideen, die ihr gehabt habt, also was können wir tun, um die Klimaerwärmung auf diese 1,5 bzw. auf 2 Grad zu beschränken. Was können wir da tun? Was hat sie da gesammelt? Die wichtigsten Stichworte gerne einfach nochmal jeder von euch, was auch immer jetzt noch hängen geblieben ist von der letzten Diskussion, dass ihr das hier mit uns teilt und noch einbringt in unseren gemeinsamen Plenumsraum. Und wieder entweder über das Handy einsteigen oder über den Computer. Und ich habe es in den Chat auch geschrieben, www.menti.com, und der Code ist 2481 4696. Und da tauchen auch schon die ersten wichtigen Punkte auf. Da haben wir einerseits die Achtsamkeit. Ganz wichtig, dass man in seinem eigenen Alltag immer wieder achtsam ist. Was macht man? Wie verhaltet man sich? Das ist für einen selber gut, aber eben auch für die Umwelt gut. Dann haben wir Klimaticket, was jetzt gerade ganz vor kurzem gerade erst frisch rausgekommen ist, was schon über 100.000 Menschen haben. Genau, also der öffentliche Verkehr, den zu fördern, den günstig zu machen. Ganz, ganz wichtiger Hebel. Öffentlich fahren. Ich habe auch irgendwo gelesen, teurere Flüge, also klimaschädliches Verhalten teuer machen. Sehr wichtiger Punkt auch. Mehr Aufklärung, also dass man Informationsarbeit leistet. Und ich finde, das jetzt ihr ja genau an der richtigen Stelle. Als Lehrerinnen und Lehrer können Sie da einfach auch mit vielen jungen Menschen in Kontakt treten und da Bewusstseinsbildung auch machen für den Klimaschutz, aber auch für eine lebenswerte Zukunft. Dann haben wir den Bereich Schule noch. Schule muss aktiv sein, also dass man nicht nur kognitiv Wissen vermittelt, sondern dass man auch aktiv wird, dass man was tut gemeinsam, dass man vielleicht was Cooles gemeinsam, ein Projekt startet, irgendwas gemeinsam erlebt. Wir haben dann noch das große Problemthema, die Massentierhaltung. Also vielleicht weniger Fleisch zu essen, wäre da auch ein Ansatz. Wir haben eine wirksam hohe CO2-Besteuerung. Also eben wieder anschließend an dieses klimaschädliches Verhalten teurer zu machen. Innovation, auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass wir einfach Dinge vielleicht anders denken, neu denken. Was haben wir noch? Zusammenarbeit. Sehr wichtig, alleine können wir es nicht schaffen, wir müssen es gemeinsam angehen. Versprechungen einhalten, das richtet sich vor allem an die PolitikerInnen, wenn ich das richtig rauslese. Und Reduktion. Und Reduktion kann aber gleichzeitig auch eben ganz viel mit Lebensqualität zu tun haben. Es sind echt sehr viele super Punkte dabei. Möchte jemand von euch noch was dazu sagen zu einem oder mehreren Punkten? Ich versuche ein bisschen zusammenzufassen, aber falls ich jetzt was übersehen habe oder falls noch jemand was ergänzen möchte, sehr, sehr gerne. Noch mit einem Sternchen in den Chat oder. Gut,
sehe, da kommen noch weitere Punkte dazu. Mutige Politik, auch das ist sehr wichtig. Wir brauchen die Rahmenbedingungen, damit wir auch als Individuen da gut aktiv werden können und Anreize zu schaffen. Ja, super. Danke schon mal für dieses super schöne Brainstorming. Ihr werdet das dann glaube ich, im Nachhinein noch zugeschickt bekommen. Und da kommt noch eine Wortmeldung von der Christiane. Man müsste vielleicht zum Trend machen, so reduziert wie möglich zu leben. Ja, voll. Lebensqualität eher promoten als diesen Verzichtsframe. Weil niemand will gerne verzichten. Und wenn man einen Trend draus macht, dann kann das vielleicht eine ganz schöne Eigendynamik gewinnen. Super. Danke schon mal an dieser Stelle. Dann stoppe ich jetzt an dem Punkt dieses Bildschirmteilen wieder und teile nochmal meine Präsentation. Und möchte jetzt noch einmal ganz kurz auf die vier großen Bereiche eingehen. Hier sieht man, das ist von der Plattform Footprint, der durchschnittliche ökologische Fußabdruck von Österreich. Und da sieht man noch einmal die vier großen Bereiche. Der eine Bereich, der blaue Bereich, der ist eben Wohnen und Energie. Und davon sind 90% für Heizen und Strom. Das heißt, Heizen und Strom sind da die großen Hebel. 23% gehen auf den Ernährungsbereich, wobei 80% für Fleisch und tierische Produkte sozusagen draufgehen. Also das heißt, das ist der größte ökologische Bereich, wo wir selber aktiv werden können, wenn wir weniger Fleisch oder tierische Produkte zu uns nehmen. Im Bereich Mobilität macht den größten Bereich das Autofahren und das Fliegen aus. Und dann haben wir noch den Bereich Konsum. Wenn ich wundere, was dieser graue Bereich, das sind Straßen, die gebaut werden oder Schulen, die gebaut werden, wo wir als Individuen jetzt keinen großen Einfluss drauf haben. Aber diese anderen vier Bereiche, da können wir wirklich auch im Individuellen aktiv werden und was tun. Und aufbauend auf dem, was ihr bereits gesagt habt, möchte ich gerne noch ein paar weitere Sachen ergänzen. Und zwar kann man eben sehr, sehr viel im Alltag selber schon tun. Man kann achtsam leben, wie ihr das schon sehr schön gesagt habt. Man kann schauen, welche Kleidung kaufe ich. Ist es vielleicht Secondhand-Kleidung, die ich kaufe? Da gibt es super coole Läden mittlerweile. Wir leben eh schon in einer Überflussgesellschaft, wo es Kleidung und Masks gibt. Da braucht man eigentlich gar nicht mehr viel Neues produzieren. Oder wenn man was Neues kauft, dann auf ökofaire Kleidung setzen. Im Alltag kann man mit dem Fahrrad fahren oder Fahrgemeinschaften bilden, anstatt dass jeder mit seinem eigenen Auto herumfährt, beziehungsweise auf Öffis setzen. Das Klimaticket macht es jetzt noch einfacher auch möglich, innerhalb von Österreich da unterwegs zu sein. Im Bereich Strom kann man auf Strom sparen setzen, beziehungsweise auch schauen, woher kommt der Strom, zum Beispiel Ökostromanbieter auswählen. Im Bereich Ernährung gibt es auch ganz viel, was man machen kann. Zum Beispiel weniger Fleisch zu essen, zurück zum Sonntagsbraten, anstatt dass man jeden Tag Fleisch isst. Da wird auch schon, gerade im individuellen Bereich, könnte man da seinen Fußabdruck sehr stark reduzieren. Und regionales und saisonales Obst und Gemüse essen, auch das reduziert den ökologischen Fußabdruck und ist gleichzeitig auch sehr, sehr gut für die Gesundheit. Und wenn möglich, auch biologische Produkte kaufen, weil eben da keine chemischen Düngemittel zum Einsatz kommen und das natürlich dann auch gut fürs Klima und gut für die Gesundheit ist. Im Bereich Kosmetik kann man ganz, ganz viel selber machen. Da gibt es mittlerweile sehr viele Rezepte, die man sehr einfach auch selber machen kann. Und man kann sich auch immer selber informieren und andere informieren, weil je mehr davon wissen, desto größer ist der Impact. Das heißt, im Alltag gibt es schon sehr, sehr viele Handlungsmöglichkeiten. Und ich habe das ganz schön gefunden, was jetzt mal im Chat gestanden ist, mit dem einen Trend draus machen. Also quasi, dass man nicht nur darauf fokussiert, auf was muss ich jetzt alles verzichten. Darum geht es eigentlich gar nicht, sondern es geht vielmehr um einen lustvollen Weg zu finden, wie man seinen Alltag neu klimafreundlich gestalten kann. Man kann aber auch ganz, ganz viel gemeinsam machen. Ihr seid ja an einer Schule, von dem her könnt ihr zum Beispiel mit den Schülerinnen und Schülern einen Zeitungsartikel für die SchülerInnen-Zeitung machen oder mit einem lokalen Bezirksblatt, mit einer Gemeindezeitung zusammenarbeiten und fragen, ob sie da einen Beitrag schreiben können zum Klimaschutz oder vielleicht wie die Schule selber da aktiv wird in diesem Bereich. Was wir bei Global 2000 immer wieder machen, ist, dass wir gemeinsam Kleidertauschpartys organisieren. Also, dass jeder die Kleidung, die er vielleicht nicht mehr anzieht,
mitnimmt und dann wird es einfach getauscht und so bleibt es im Fluss und man geht mit vielen schönen neuen Sachen nach Hause und diese neuen Sachen sind aber einfach von jemandem anderen, die dann weitergegeben wurden. Wir haben bei uns im Büro auch einen offenen Kleiderschrank. Vielleicht wäre das auch eine Anregung für euch an der Schule. Das ist ein Kleiderschrank, wo man einfach Dinge, die man nicht mehr tragen will, reingeben kann und sich was anderes einfach dafür rausnehmen kann. Also gerade in einer Schule kann ich mir gut vorstellen, dass das eine schöne Geschichte wäre. Man kann im Bereich Müll, kann man natürlich auch Müll sammeln gehen. Man kann einen Infostand organisieren, wo man in der Gemeinde darüber informiert, was die Probleme sind und wie man selber aktiv werden kann. Man kann Konzerte organisieren und bei diesen Konzerten speziell darauf achten, woher kommt das Essen, auf das Umweltthema aufmerksam machen. Also unsere Freiwilligenteams, die organisieren immer wieder solche Benefizveranstaltungen, wo sie dann das Geld auch zum Beispiel an ein Umweltprojekt spenden und aber bei diesen Events auch immer aufmerksam auf eines oder an ein anderes Thema machen. Und man kann auch Banner malen und diese Botschaften dann nach außen tragen. Ich sehe gerade, Mädchenflohmarkt-App ist lustig zum Verkaufen von Kleidung. Also danke für diesen Tipp, die Mädchenflohmarkt-App kenne ich noch nicht. Schöne Anregung, sehr, sehr gerne auch für euch mitnehmen. Da möchte ich noch, man verdient nicht viel damit, ein paar Euro pro Kleidungsstück, aber es ist wenigstens, man kann dort ganz tolle Sachen gebraucht kaufen. Manche sind sogar neu und haben das Etikett oben und das ist wirklich fein, wenn man viel sammelt und viel hat und das einfach weitergeben, also nicht alles herschenken will, sondern ein bisschen was verkaufen will. Wollte ich nur sagen. Super coole Anregung, also Mädchenflohmarkt kann man sich anschauen. Danke dafür. Und man kann natürlich auch noch politisch aktiv werden. Und zwar einerseits, es gibt immer wieder Organisationen wie Global 2000, die Petitionen haben zum Thema. Diese Petition, die man da sieht, ist schon ein bisschen eine ältere, aber es gibt immer wieder Petitionen, wo eben sich für ein Thema stark gemacht wird, wo man unterschreiben kann. Und mit diesen Unterschriften, wir sind die Bevölkerung, wir können von der Politik was einfordern. Das heißt, dieses Recht, unsere Stimme auch wahrzunehmen und einzufordern und gerade auf lokalpolitischer Ebene in den Gemeinden kann man auch oft mit dem Bürgermeister in Kontakt treten und einfach sagen, hey, können wir nicht in unserer Gemeinde irgendwie was verändern und mehr in Richtung Klimaschutz bewegen? Also gerade auf der Gemeindeebene ist es oft fast nochmal leichter, da auch in Kontakt zu kommen. Und man kann natürlich auch auf die Straßen gehen, wie Fridays for Future, das ja auch sehr, sehr schön in den letzten Jahren gemacht hat und macht. Und das hat auch einen extremen Impact, weil wenn man sich anschaut, vor ein paar Jahren hat noch niemand oder wenige Leute von Klimaschutz und Klimakrise gesprochen und mittlerweile kann kein Politiker, keine Politikerin mehr das ignorieren, weil eben die Fridays for Future da einfach auch extrem viel vorangetrieben haben. Derzeit findet ja die Klimakonferenz gerade in Glasgow statt. Ich möchte noch kurz auf die Klimakonferenz in Paris im Jahr 2015 eingehen. Das war ein historischer Meilenstein, weil bei dieser Klimakonferenz 195 Staaten das Klimaschutzabkommen unterschrieben haben und sich verpflichtet haben, dass sie versuchen, die Erwärmung unter 1,5 bzw. unter 2 Grad zu halten. Das ist ein extrem wichtiges Zeichen gewesen. Und es dürfen aber nicht nur leere Worte bleiben, es müssen Taten folgen. Und deswegen müssen wir die Politik immer wieder erinnern, dass sie was tun. Greta Thunberg war ja auch bei uns in Österreich und die ist ein Vorbild geworden für viele junge Menschen, aktiv zu werden, sich als politische Wesen zu sehen. Und die Bewegung kennen wahrscheinlich eh viele von euch und die hat auch wirklich einen Impact gemacht, um da auch was zu verändern. Was tut Global 2000? Vielleicht auch, um da kurz noch drauf einzugehen. Natürlich sind wir auch bei diesen Demonstrationen dabei, weil wir es einfach als wichtiges Zeichen sehen, damit die Politik sich bewegt und was tut. Außerdem machen wir derzeit eine Klage, die heißt Recht auf Klimaschutz, wo wir das Wirtschaftsministerium auffordern, ein Gesetz, eine Verordnung zu verlassen, damit keine Produkte mehr auf den Markt kommen können, die Gesundheit und die Lebensqualität einschränken, also quasi Produkte, die CO2-Emissionen in die Luft blasen. Und da sind wir gerade sehr, sehr stark dran. Und wenn es durchgeht, dann wäre das ein riesiger Schritt, weil dann würde
würden fossile Energien ein Ablaufdatum bekommen. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass es dieses Ablaufdatum gibt, weil es ist einfach nicht zukunftsfähig. Und vielleicht noch ein kleiner Erfolg, das war im Jahr 2020, da haben wir haben schon jahrelang beim Verbund, den Verbund aufgefordert, dass er raus aus der Kohle geht, dass er aussteigt aus der Kohleverbrennung. Und im April 2020 haben wir dann endlich diesen Erfolg gefeiert, das ist der Verbund verbrennt nicht weiterhin Kohle, auch ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Das heißt, wir sind da auch dran, eben Konzerne, große Unternehmen immer wieder dazu aufzufordern, dass sie umweltfreundlicher agieren und auch ihr Kerngeschäft klimafreundlicher agieren sozusagen. Ja, vielleicht noch abschließend zu diesem Workshop-Teil. Wir haben nur diesen einen Planeten, wir haben nur diese eine Erde, auf den müssen wir gut aufpassen. Und es gibt viel, was wir tun können. Jedes Zehntel Grad zählt. Ich möchte das nochmal wiederholen. Also es macht einen Unterschied, ob wir was tun oder nicht. Von dem her Mut dazu, den ersten Schritt zu machen, den ersten Schritt zu gehen und vor allem auch viele andere Menschen dazu zu motivieren, weil dieser eine Planet ist wirklich schön, wirklich schützenswert und sollte nicht nur jetzt, sondern eben auch für in 10 Jahren, 20, 30 Jahren, für zukünftige Generationen noch da sein und auch für die ganzen Tiere und anderen Pflanzen natürlich. Von dem her, die Zeit für Witze ist vorbei, wir müssen handeln, wir müssen aktiv werden und das war jetzt einmal so der erste Teil oder das war jetzt einmal so der Workshop-Teil. Gibt es dazu, bevor wir zu den Anregungen für den Unterricht springen, gibt es dazu noch Fragen von eurer Seite? Ansonsten würde ich noch ganz kurz, wir haben eh noch ein bisschen Zeit, auf ein paar Anregungen noch für den Unterricht zusätzlich eingehen. Viertelstunde. Viertelstunde, ja. Wir haben exakt 5 Minuten, holen wir noch nach vom Anfang. Genau, ein paar Sachen habe ich eh schon gesagt, aber vielleicht noch ganz kurz möchte ich auf das Unterrichtsmaterial eingehen und zwar Überleben, du brauchst die Natur. Dieses Unterrichtsmaterial haben wir entwickelt für die Sekundarstufe 1 und 2 und es fokussiert sich ganz stark auf das Thema Biodiversität. Das ist sehr umfangreich, dieses Unterrichtsmaterial hat 198 Seiten und vom Aufbau ist es so, dass eben im ersten Teil geht es ganz stark um die verschiedenen Lebensräume. Da geht es zum Beispiel um das Moor oder um die Hecke. Und da wird fachübergreifend, also da werden verschiedenste Disziplinen einbezogen und fachübergreifend wird da das Thema Lebensraum sozusagen betrachtet. Im zweiten Kapitel geht es dann um Leben und Vielfalt. Also da wird dann wird noch ein bisschen tiefer reingegangen in diesen Themenbereich. Dann geht es um den Einfluss des Menschen und im letzten Teil dann um Lösungen und wie man aktiv werden kann. Wie gesagt, dieses Unterrichtsmaterial ist sehr, sehr umfangreich. Das kann man sich kostenlos downloaden bei uns auf der Homepage. Ausschauen tut es dann so. Ich kann den Link dann gerne auch noch mitschicken. Ich glaube, es gibt irgendwo einen Bereich, wo man sich die Sachen noch anschauen kann. Wie gesagt, das ist eben wirklich für die Sekundarstufe 1 und 2 für den fächerübergreifenden Unterricht und da sind sehr, sehr viele praktische Anregungen auch drin, wie man mit den Schülerinnen und Schülern auch draußen was tun kann, was erleben kann, die Biodiversität erkunden kann. Und von dem her, ja, vielleicht ist es ja für die einen oder anderen von euch interessant, das einfach runterzuladen und sich das mal anzuschauen. Vor allem das Frühjahr eignet sich immer sehr, sehr gut für diese Biodiversitätsthemen. Dann möchte ich euch gerne noch ein weiteres Beispiel vorstellen, was finde ich sehr, sehr gut auch zu diesem Titel Motivieren, Begeistern, Empowern passt. Und zwar ist es unsere Klimaaktionswoche. Die haben wir in den vergangenen Jahren, wenn nicht gerade wegen Corona es nicht möglich war, haben wir das immer wieder durchgeführt. Und zwar haben wir das so gemacht, dass wir im ersten Teil von seinem Aktionstag, der hat 5 Stunden gedauert, da haben wir eben mit einer Schulklasse für 5 Stunden lang gearbeitet. Und im ersten Teil haben wir uns eben beschäftigt mit den Themen, was ist der Klimawandel überhaupt und wie kann man aktiv werden? Sehr, sehr ähnlich zu dem, was ihr jetzt gerade auch erlebt habt, nur in Präsenz und mit anderen Methoden. Und wo eben auch sehr, sehr praktisch erlebt wird, Klimakrise, Klimagerechtigkeit, wie kann man aktiv werden?
Im zweiten Teil haben wir dann eine Simulation der UN-Klimakonferenz gemacht. Das ist in Kooperation mit dem Climate Austria, wo die Schülerinnen und Schüler dann in die Rollen der verschiedenen Länder hineingeschlüpft sind und das Klimathema, also die Klimakonferenz nachgespielt haben und einfach ein bisschen reingespielt haben. Wie ist das, wenn man so am Verhandlungstisch sitzt? Wer hat da wie viel Macht? Wie kann man da mitsprechen? Und im dritten Teil haben wir dann mit den Schülerinnen und Schülern Banner gemalt, mit ihren Forderungen und Wünschen für eine lebenswerte Zukunft. Und diese Forderungen haben wir dann zu einem großen Banner zusammengenäht und entweder bei der Jugendklimakonferenz aufgehängt, beziehungsweise wir haben gerade im Herbst auch so einen Workshop gemacht. Und da sind die gesammelten Banner dann auf den Klimastreik gekommen. Das heißt, vielleicht ist Anregung für euch, Banner malen, Schilder malen mit den Schülerinnen und Schülern, nachdem er einen Input-Teil gegeben hat zum Klimathema, zur Klimakrise und dann gemeinsam auf eine Demonstration zu gehen. Das ist sehr empowernd für Schülerinnen und Schüler und macht auch Spaß und ist einfach eine coole Sache, die eigenen Botschaften nach außen zu bringen, nach außen zu tragen. Was machen wir sonst noch? Ich möchte noch kurz auf unser Workshop-Angebot hinweisen. Wir machen verschiedenste Umweltworkshops zu verschiedenen Themen. Einerseits zum Thema Plastik, zum Thema Lebensmittelverschwendung, zum Thema Stadt der Zukunft und zum Thema Klimawandel. Und diese Workshops, die dauern alle 2 Schulstunden lang, kann man eben buchen bei uns, beziehungsweise es gibt auch Online-Workshops, die dauern 1 Stunde lang. Und wenn der die eine oder andere von euch Interesse hat, dann sehr, sehr gerne einfach bei mir melden oder bei uns melden. Ich schreibe vielleicht die E-Mail-Adresse jetzt kurz noch in den Chat. Wenn ich Moment. Genau, also einfach bei umweltworkshops@global2000.at kann man anfragen für diese Workshops. Beziehungsweise man findet das auch alles auf unserer Homepage. Und ja, jetzt nochmal, um das alles zusammenzufassen. Für mich ist es immer ganz wichtig, dass wenn man eben diese Arbeit macht, dass man selber motiviert und begeistert ist. Weil wenn man selber motiviert ist, dann kann man auch andere Menschen begeistern. Das heißt, ja, man kann hinschauen zu den Problemen, aber dann eben gemeinsam aktiv werden und was tun. Es ist ganz wichtig, dass man einen Bezug zur Lebensrealität der Schülerinnen und Schüler herstellt. Besonders das Kleidungsthema ist zum Beispiel ein Thema, was sehr, sehr stark einfach mit dem Leben auch zu tun hat, was auch sehr, sehr wichtig für Jugendliche ist. Oder eben auch das Ernährungsthema, das Essensthema. Also auch da kann man sehr, sehr viele, sehr schöne Sachen machen. Und es ist ganz wichtig, auch kritisches und systemisches Denken zu fördern und eben da auch diese Klimagerechtigkeitsaspekte nicht zu vergessen und nicht außer Acht zu lassen. Es ist uns wichtig, die Multiperspektivität zu fördern, also dass man ein Thema nicht nur aus einer Perspektive beleuchtet, sondern dass man es auch aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet und sich da anschaut, okay, wie wirkt sich die Klimakrise jetzt für Menschen im globalen Süden aus, für Menschen im globalen Norden, für Frauen, für Männer, Arme, Reiche und so weiter. Also dass man sich auch diese verschiedenen Perspektiven anschaut und auch die einnehmen lernt und kann. Es ist uns ganz wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler Gestaltungskompetenzen auch entwickeln können. Und das ist vor allem, ihr als Lehrpersonen, ihr könnt ja auch Projekte umsetzen mit den jungen Menschen. Und wenn man einmal eine Kleidertauschparty organisiert hat, dann lernt man gleichzeitig auch was fürs Leben, weil man lernt, wie man so ein Event organisiert, zum Beispiel für die ganze Schule. Und gleichzeitig macht man auch noch was Gutes fürs Klima. Und es ist Empowerment wichtig, also dass man eben rauskommt aus dieser Machtlosigkeit rein zu, ich bin selbst ein politisches Wesen, ich kann selbst aktiv werden, ich kann selbst meine Zukunft auch mitgestalten und bin nicht nur ein Opfer von dem Ganzen. Und genau, das wären einmal so die wichtigsten Punkte gewesen. Jetzt wäre meine Frage, habt ihr noch Fragen an mich an dieser Stelle oder Ergänzungen oder Anmerkungen? Gerne in den Chat hineinschreiben. Ansonsten Mikro, die Stummschaltung weggeben, deaktivieren, dann einfach auch sprechen, ist auch okay. Ja, dann hätte ich gerne mal eine Frage, bitte.
Und zwar, ich möchte mit meiner Klasse, ja, bin in der Berufsschule tätig. Das heißt, wir haben alle 10 Wochen neue Schüler. Wir sind jetzt gerade wieder beim Zeugnisschreiben. Ja, das heißt, am Samstag gehen unsere Schüler wieder und am Montag kommen die neuen. Und ich würde mit meiner jetzigen Gruppe, mit der kommenden Gruppe, ein Projekt starten. Ja, ich habe das schon eingereicht. Ja. Und da geht es eben über den Klimawandel, über was kann ich tun und wie kann ich das auf mich selber umsetzen. Ja, ich arbeite da zusammen mit dem Trickfilmteam. Die würden auch kommen, ja, aber in der Vorbereitungsphase, bevor wir da einen Film dann drüber machen, würde mir das total freuen, wenn das möglich wäre, dass ihr da zu uns kommen könntet, dass wir da auch einen Workshop machen könnten. Wäre dies möglich? Mhm. Sehr, sehr gerne. Also einfach entweder E-Mail schreiben direkt an uns oder auf unsere Homepage gehen und das Workshop-Programm anschauen und dann über die Homepage buchen. Aber sehr gerne, ja. Ja, das wäre eh gleich das gewesen, was man da zuerst mit Klimaerwärmung und einfach, es sind Kinder, die sind um die 15, 16, 17, manche sind da schon älter, was ich drin habe, es ist ganz verschieden. Ja, sehr, sehr gerne. Also einfach melden über die E-Mail-Adresse oder eben über die Homepage. Ich kann ja gern die Homepage dann noch reinstellen in den Chat. Zur Frage, ob die Workshops nur für Sekundarstufen sind, ja, schon. Allerdings haben wir auch schon mit der 3. und 4. Klasse Volksschule ein adaptiertes Konzept gemacht für den Plastik-Workshop und für den Lebensmittelverschwendungs-Workshop. Den Klima-Workshop haben wir nicht angepasst. Der ist zum Teil noch ein bisschen, ja, den haben wir nicht für die Volksschule angepasst. Aber Plastik und Lebensmittelverschwendung funktionieren sehr gut auch mit der Volksschule. Okay. Genau, dann werde ich die Homepage noch reingeben in den Chat, aber vielleicht, wir haben noch 4 Minuten, von dem her würde ich jetzt gerne noch die kurze verbleibende Zeit nutzen und euch nochmal ein letztes Mal bitten, auf www.menti.com zu gehen und nochmal den Code einzugeben. Jetzt habe ich natürlich komm. Der Code ist wieder der gleiche, 2481469 und nochmal gerne Feedback zum heutigen Workshop, zum Seminar geben, was ich noch sagen möchte, was ihr noch sagen wollt. Das ist eine Pause. Ich freue mich schon auf unseren Workshop. Musst du wieder einstellen? Ja. Was können wir tun? Das war. Gut, und während ihr dann noch am Eintippen seid, möchte ich mich an dieser Stelle auch schon mal sehr herzlich bei euch bedanken, auch fürs tolle Einbringen und für die ganzen Anregungen auch von eurer Seite. Die Mädchenflohmarkt-App habe ich zum Beispiel noch nicht gekannt. Freue mich auch, dass ich einiges mitnehmen habe können, was ich jetzt aus den ersten Rückmeldungen mitlese. Grundsätzlich, was ich den Schülerinnen und Schülern gern dann am Ende von so einem Workshop mitgebe, ist, dass ich den Schülerinnen und Schülern dann immer sage, ich hoffe, ihr habt heute sehr, sehr viel Wissen mitgenommen aus diesem Workshop. Und dieses Wissen, das gehört jetzt euch. Und ihr seid jetzt Botschafterinnen und Botschafter für dieses Thema. Von dem her, erzählt dieses Wissen weiter, weil je mehr Leute davon wissen, desto besser. Und traut euch, macht den ersten Schritt, denn nur gemeinsam können wir es schaffen, die Klimaerwärmung einzudämmen und ein gutes Leben für alle Menschen zu ermöglichen. Also dieses, sie haben dieses Wissen, sie sind Botschafterinnen und Botschafter für den Wandel. Das ist mir immer ganz wichtig. Das noch mitzugeben. Ich freue mich schon auf unser. Auf mich, was? Auf unseren. Ja, sehr gut. Vielen herzlichen Dank. Ja, weil da vielleicht noch die Frage war mit Material für Volksschulen, darf ich noch ganz kurz Werbung für Umweltwissen.at machen? Hier haben wir einen Katalogbereich.
wo die verschiedensten Organisationen, aber ich glaube jedenfalls Global 2000 Aktivitäten sind auch gelistet, finden könnt. Ja, da könnt ihr nach Thematik suchen oder auch Region, glaube ich, und Alter. Also einfach umweltwissen.at und dann ist weiter unten auch gleich, wo der Katalog als Bild auch anzuklicken. Also das ist auch gut zu finden. Umweltwissen, ja, da bin ich ja. Vielleicht noch abschließend, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ihr manche eine schlechte Verbindung habt, dass ihr kein Bild eingeschaltet habt. Ich würde gerne einen Screenshot machen von unserer Runde noch, bevor wir uns verabschieden. Wenn es für jemanden möglich ist, sich noch dazu zu schalten, super. Dann mache ich noch ein Bild von uns, wenn ich das hoffentlich dann noch gut zusammenbringe. Inzwischen schon mal probiert. Wow, super. Sehr gut, sehr gut. Dankeschön. So, dann probieren wir mal. Ja, ich glaube, noch einmal. Super. Ah, noch einmal. Sehr gut, da ist noch alles immer. Super, Dankeschön. Okay, ja. Ich war übrigens die Kollegin von der Margit Meister. Ich habe mich nicht vorgestellt, Birgit Kern, gell? Also auch im Team von Peter Ubricht. Und ich wünsche euch heute noch ein gutes zweites Webinar. Jetzt habt ihr noch Pause bis 15:30 Uhr. Also leider 5 Minuten kürzer, aber nutzt die Zeit zu trinken und euch zu erfrischen. Und schönen Tag und danke nochmal, Miriam, für die tollen Inputs. Dankeschön. Ja, danke nochmal an alle fürs Mitmachen und schönen Nachmittag noch. Einfach auf Verlassen, also ihr steigt ganz aus und mit dem neuen Code wieder ein. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Ciao. Servus. Danke, tschüss. Tschüss. Einleitung. Ja, also herzlich willkommen alle Teilnehmerinnen dieses Seminars und Teilnehmer natürlich. Mein Name ist Ilse Wrobke-Fuchsig und ich bin Umweltwissen- und Ökologberaterin und darf heute die Co-Host-Funktion hier einnehmen. Das heißt, ich werde Teilnehmerinnen nachträglich einlassen und werde versuchen, wenn es Fragen gibt, im Chat kommen, zu sammeln und dann die Frau Bahn zu stellen. Werde auch die Frau Bahn kurz vorstellen, ja, und wünsche uns allen einen spannenden Nachmittag bei diesem Seminar Klimabildung motivieren, begeistern, empowern. Also ich hoffe, dass da viel Empowerment, viel herüberkommt durch die Bildschirme und freue mich schon sehr auf diesen spannenden Vortrag und das spannende Seminar. Frau Magistra Miriam Bahn arbeitet bei Global 2000 und ist dort seit 2015 in den Bereichen der Umweltbildung und aktiven Koordination tätig. Sie hat Umweltpädagogik studiert das Masterstudium in sozialer Ökologie absolviert und begleitet schon lange Bildungsprojekte im Nachhaltigkeitsbereich. Ich habe schon ganz vieles. Meine Tochter, meine Jüngste, war auch unlängst bei einem Global 2000 Empowerment Seminar. Das war auch sehr toll in Spanien. Da gibt es ja auch eine tolle Möglichkeit. Und sie hat gesagt, sie hat auch schon sehr viel Tolles über sie gehört. Und wir freuen uns alle. Und ich darf Sie bitten, mit dem Seminar zu starten. Ja, Baba. Wunderbar. Dann vielen Dank für die Vorstellung. Herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite und ich würde gerne, wenn es für euch alle passt, das Du-Wort anbieten, das Seminar-Du, weil ich das immer schöner finde, auf Augenhöhe zu arbeiten und auch in der pädagogischen Arbeit das immer als sehr wertvoll finde. Also wenn es jemanden stört, dann jetzt das sagen, ansonsten bin ich so frech und bleibe einfach beim Du. Und bevor wir so richtig reinstarten ins Seminar, auch gleich noch ein paar Hinweise. Zoom kennen wir wahrscheinlich mittlerweile eh alle schon ganz gut. Wenn ihr nicht sprecht, bitte auf Stumm schalten, bitte den Chat auch öffnen. Wenn ihr was sagen wollt, könnt ihr gerne ein Sternchen in den Chat machen. Wenn ihr irgendwo zustimmen wollt, könnt ihr gerne eines oder mehrere Plusse machen in den Chat. Und sehr, sehr gerne auch Fragen in den Chat hineinschreiben, weil dann kann ich die auch gerne beantworten und laufend darauf eingehen. Ja, ansonsten würde ich dann auch gleich schon starten und werde zu Beginn auch schon meinen Bildschirm mit euch teilen. Und an dieser Stelle nochmal herzlich willkommen zum Webinar
Klimabildung motivieren, begeistern, empowern. Ich bin ja, wie ich bereits vorgestellt worden bin, seit 6 Jahren mittlerweile bei Global 2000 und darf da eben den Umweltbildungsbereich begleiten. Und eines von den Dingen, die wir machen, sind Umweltworkshops auch an Schulen. Und ja, ich möchte mit euch heute ein bisschen eintauchen in unsere Arbeit, und zwar ganz praktisch. Und andererseits auch noch ein paar weitere Anregungen für den Unterricht geben. Und weil ich da schon die erste Frage im Chat sehe, also von mir aus könnt ihr die PowerPoint sehr, sehr gerne haben. Ich glaube, das ist auch vorgesehen, dass sie dann irgendwie noch zugeschickt wird. Vielleicht, ja, ich sehe da ein Nicken, also genau, das sollte passen. Und die Unterlagen werden per E-Mail zugesendet. Gut, dann würde ich gerne auch schon gleich einsteigen, ganz kurz. Global 2000 wurde ja bereits erwähnt. Global 2000 ist eine österreichische Umweltschutzorganisation. Uns gibt es mittlerweile schon seit fast 40 Jahren. Nächstes Jahr haben wir den 40. Geburtstag, also schon sehr, sehr lange. Wir haben da auch schon viel miterlebt von der Umweltschutzbewegung in Österreich. Und worum geht es uns? Uns geht es darum, dass wir uns einsetzen für eine lebenswerte Zukunft, in der ein gutes Leben für alle Menschen möglich ist. Und da sind wir eine Stimme für unsere Umwelt, aber auch für ein gutes Leben eben für alle. Und das machen wir auf sehr unterschiedlichste Art und Weise. Einerseits informieren wir Leute, eben auch mit unserer Bildungsarbeit, aber natürlich auch über unsere Global News, die einmal im Quartal herauskommt, oder über Infostände oder über unsere Homepage. Und andererseits machen wir auch sehr, sehr viel Arbeit im politischen Bereich. Das heißt, wir versuchen, der Umwelt eine Stimme zu geben und da auch mit Hilfe der Zivilgesellschaft immer wieder etwas zu bewegen, mit Hilfe von Petitionen, Gesprächen, und schauen da immer wieder drauf, wo braucht die Umwelt noch mehr Gehör, wo können wir da einen Unterschied machen. Und ja, unsere Aktivitäten und Themen sind sehr, sehr vielfältig, und ich möchte eben heute ein bisschen auf den Bildungsbereich eingehen und was wir da so im Bereich Klima und Biodiversität machen. Ganz kurz zum Ablauf des heutigen Webinars. Das wird 1,5 Stunden etwa dauern. Ich hoffe, es ist jetzt schon mal gut angekommen. Wir werden dann gleich in den Workshop eintauchen. Der Workshop, der basiert auf unserem Klima-Workshop, den wir auch normalerweise an Schulen in Präsenz oder auch online anbieten. Und ich habe den aber passend zum Thema auch noch um Inhalte rund um die Biodiversität erweitert. Das heißt, wir werden zu Beginn gleich einsteigen ins Thema Biodiversität, werden dann uns vom Thema Klimawandel zur Klimakrise vorarbeiten, uns mit den Folgen der Klimakrise, der globalen Erwärmung beschäftigen und uns abschließend, und sehr, sehr wichtig auch, es ist ja das Thema Motivieren, Begeistern, mir persönlich sehr, sehr wichtig, uns mit dem Thema aktiv für den Klimaschutz beschäftigen. Ich werde dann abschließend noch ein paar Anregungen für den eigenen Unterricht geben, und wir werden dann einen gemeinsamen Abschluss machen. Das Ende wird um 17 Uhr sein. Das wäre mal der grobe Ablauf. Und ich würde sagen, wir starten auch gleich schon mit einem Einstieg. Und dazu bitte ich euch alle, den Chat aufzumachen. Und ich habe eine Aussage mitgebracht. Und diese Aussage ist: Ich habe mich bereits mit den Themen Klimakrise und Artensterben beschäftigt. Und je nachdem, wie stark das auf euch zutrifft, könnt ihr jetzt in den Chat eine Zahl zwischen 1 und 10 hineingeben. 1 steht für Stimme nicht zu und 10 steht für Stimme zu. Und es kann irgendwas auch dazwischen natürlich sein. Also ich habe mich bereits mit den Themen Klimakrise und Artensterben beschäftigt. Und da sehe ich ganz viele 8er und 9er und ein paar 7er und eine 10er. Katrin, magst du vielleicht kurz sagen, in welchen Bereichen du dich schon mit Klimakrise und Biodiversität beschäftigt hast? Es interessiert mich privat sehr. Also ich habe schon einige Bücher darüber gelesen, lese auch gerade wieder 2 Konzerne an die Kette und jetzt retten wir die Welt, glaube ich, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Und ja, ich bin halt Biologielehrerin und dementsprechend ist mir das natürlich ein ganz großes Steckenpferd und habe das eigentlich in jedem Thema irgendwie schon verknüpft. Also ich finde, es gibt absolut in jedem Thema, was wir besprechen, immer irgendeinen Bezug zum Artensterben oder zum Klimawandel.
Und ja, deswegen träume ich da ganz selbstbewusst eine 10 anzugeben. Sehr schön. Ja, danke schön mal für diese erste Wortmeldung. Und schön auch, dass da schon so viel Wissen und Interesse am Thema auch da ist, auch von den anderen. Ich habe jetzt gleich noch eine zweite Aussage für euch mitgebracht, und zwar: die Klimakrise betrifft alle Menschen weltweit. Auch dazu bitte wieder eure Einschätzung, eure, wie ihr das seht, eingeben. 1 oder bis 10? Okay, ich sehe, dass sehr, sehr viele 10. Ne? Ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, sehe ich nur 10er bis jetzt. Ja, sehr, sehr wichtiger Punkt. Die Klimakrise, die betrifft uns alle Menschen weltweit, die betrifft uns jetzt schon. Es ist allerdings so, dass es manche Menschen stärker betrifft als andere Menschen. Die Klimakrise betrifft vor allem ärmere Menschen, also die sind vor allem von den Auswirkungen negativ betroffen. Es betrifft stärker Menschen im globalen Süden, also vor allem in trockeneren Gebieten, die noch trockener werden, wo dann zum Teil weggewandert werden muss, oder auch Inselstaaten, die zum Teil verschwinden würden, wenn sich der Meeresspiegel, wenn der weiter ansteigt. Und auch Frauen sind überproportional stark von der Klimakrise betroffen. Also ja, die Klimakrise, die betrifft uns alle Menschen weltweit. Aber es gibt Menschen, die stärker davon betroffen sind, und Menschen, die weniger stark davon betroffen sind. Danke auch schon mal für diese Einschätzungen von euch. Und ich habe noch eine letzte. Warum sind Frauen stärker betroffen? Frauen sind deswegen stärker betroffen, weil ganz oft leider nach wie vor Frauen stärker von der Armut auch betroffen sind. Also nach wie vor haben wir da ein starkes Gehaltsgefälle, und auch im globalen Süden vor allem müssen Frauen eben oft ganz weite Strecken zum Beispiel gehen, um Wasser zu holen, leben öfters am Land und sind eben auch deswegen stärker betroffen. Aber eben auch die Armut ist da ein großes Thema, dass Frauen generell tendenziell leider nach wie vor weniger besitzen als Männer und deswegen auch stärker betroffen sind von der Klimakrise. Gut, ich habe noch einen letzten Punkt für euch, eine letzte Aussage, und zwar: für den Klimaschutz kann jede Einzelne was tun, jeder Einzelne was tun. Bitte auch dazu wieder eure Einschätzungen. Auch hier sehe ich wieder viele 10er, nur 10er. Und würde bitten, Sandra, warum hast du die 10 angegeben? Magst du kurz was dazu sagen? Ja, und zwar, ja, es ist vielleicht für die Schüler manchmal nicht so ganz klar, würde ich mal sagen, ja, dass sie auch selbst jeder Einzelne etwas dazu beitragen kann. Aber im kleinen Rahmen, ja, kann jeder etwas dazu beitragen. Ja, im großen Rahmen müssen das ja die Politiker und die Wirtschaftstreibenden und so weiter angehen, sage ich jetzt einmal, ja, hoffentlich. Schauen wir, was bei Glasgow rauskommt. Aber im kleinen Rahmen kann jeder Einzelne auch seinen Beitrag leisten. Mhm. Ja. Sehr gut, ich glaube, genauso hätte ich es auch gesagt. Jeder kann in seinem Rahmen einen eigenen Beitrag leisten, aber es braucht natürlich auch die politischen Rahmenbedingungen, damit das Handeln auch leichter wird. Ilse, magst du vielleicht noch was ergänzen, weil du hast einen 9 angegeben? Warum die 9? Ja, jetzt bin ich zu hören, oder? Ja, passt. Ja, Entschuldigung. Ja, weil ich mir denke, dass natürlich jeder sehr, sehr viel davon tun kann. Aber ich denke, es ist eben nicht nur das, was wir alle dafür tun können. Das soll natürlich nicht ausschließen, dass wir alle was tun müssen im persönlichen Bereich, so gut es geht. Aber eben, es muss von der Politik her, von oben auch Lenkung erfolgen und da viel Anreize und vieles getan werden. Ja, deswegen habe ich nur 9, weil ich mir gedacht habe, es hängt nicht nur an jedem Einzelnen ab, sondern es hängt sehr wohl auch von der ganzen Gesellschaft als Gesamtes ab. Ja, genau. Voll. Würde ich auch unterschreiben, auf jeden Fall. Danke auch für diese Ergänzung. Gut, dann würde ich sagen, wir starten gleich und tauchen ein in den Bereich Biodiversität. Was ist Biodiversität denn überhaupt? Wenn wir von Biodiversität sprechen, dann sprechen wir von der Vielfalt des Lebens. Und die Biodiversität, die umfasst
drei große Bereiche. Der erste große Bereich ist die Vielfalt von Ökosystemen. Bei Ökosystemen können sich bitte alle stumm schalten, wenn ihr gerade nicht sprecht. Danke. Genau, also bei der Vielfalt von Ökosystemen, da geht es um einen Lebensraum und den Bewohnerinnen und Bewohnern dort. Also zum Beispiel den Pflanzen und Tieren und dem Lebensraum und wie die einander stehen. Das ist eben die Vielfalt von den Ökosystemen. Und die ist sehr, sehr wichtig, weil wenn wir diese Vielfalt von Ökosystemen nicht haben, dann oder wenn ein Teil aus einem Ökosystem ausfällt, dann hat es Auswirkungen auf das gesamte restliche System. Wenn jetzt zum Beispiel, man sieht auf diesem Foto einen Schmetterling, wenn jetzt dieser Schmetterling plötzlich ausstirbt und nicht mehr Teil dieses Ökosystems ist, dann kann es sein, dass die Pflanzen, diese lilanen, die das sind, nicht mehr bestäubt werden oder zumindest nicht mehr so oft bestäubt werden, weil dieser Schmetterling ja nicht mehr da ist. Und dadurch wird diese Pflanze dann nicht mehr wachsen und so weiter und so fort. Das heißt, es ist ein Netzwerk, es ist miteinander verbunden und deswegen gilt es auch, diese Vielfalt von den Ökosystemen zu erhalten und die Ökosysteme per se sind sehr, sehr wichtig auch für uns. Der zweite große Bereich, wenn wir von Biodiversität sprechen, ist die Artenvielfalt. Hier geht es um die verschiedenen Arten bei den Pflanzen, bei den Tieren. Also auch da sehr, sehr wichtig, dass es da verschiedenste Arten gibt, die auch verschiedene Spezialisierungen haben. Und der letzte große Bereich ist die genetische Vielfalt. Also dass innerhalb einer Art eine genetische Vielfalt sozusagen besteht. Und die ist vor allem auch dann wichtig, wenn sich die Umwelteinflüsse verändern. Also wenn es zum Beispiel trockener wird, dass sich die Arten dann auch genetisch anpassen können an diese trockeneren Verhältnisse als ohne eben diese genetische Vielfalt. Und diese drei Bereiche, die machen sozusagen die Biodiversität aus. Aber meine Frage wäre jetzt an euch, warum brauchen wir denn überhaupt Biodiversität? Gerne einfach in den Chat hineinschreiben, entweder ein Sternchen macht, dann rufe ich euch auf, oder was ihr euch denkt, einfach schriftlich hineinschreiben. Warum brauchen wir Biodiversität? Warum ist sie denn wichtig für uns? Erhalt der Artenvielfalt. Jedes Lebewesen hat seine Aufgabe, genau als in diesem Netzwerk, in diesem Ökosystem. Sehr wichtig, dass dieses Netzwerk auch bestehen bleibt. Netzwerk des Lebens erhalten, sehr wichtig. Genau. Wenn ein Teil wegfällt, kommt alles durcheinander. Es kommt aus dem Gleichgewicht. Genau, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, ein Feld, wo nur eine Sorte wächst, im Vergleich zu einem Feld, wo verschiedene Sorten wachsen. Wenn jetzt eine negative Umwelteinwirkung kommt, wenn jetzt zum Beispiel ein Hagel ist oder ein Sturm oder irgendwie ein Tier gewisse Sachen auffrisst, ein Schädling sozusagen, dann ist es für diese Monokultur, ist dann alles auf einmal weg, wohingegen ein Ökosystem einfach stabiler ist, resilienter gegenüber diesen negativen Umwelteinflüssen. Das heißt, Vielfalt ist stabiler, ist besser im Gleichgewicht im Vergleich zu, wenn wir eben keine Vielfalt haben. Genau, die Vielfalt ist zentral für eine gesunde Umwelt. Es ist stabiler auf eine gewisse Art, beziehungsweise resilienter. Und es geht auch um die Aufrechterhaltung eines komplexen, ausgeglichenen Ökosystems. Jetzt sehr viele wichtige Punkte aufgeschrieben. Danke schon mal an dieser Stelle. Und natürlich ist es auch für unser Essen, also viel, sehr, sehr viel von unserem Essen ist natürlich auch abhängig von dieser Biodiversität, beziehungsweise besteht zum Teil also auch diese Artenvielfalt. Und deswegen ist es eigentlich eine Grundvoraussetzung, dass wir überhaupt auf diesem Planeten leben können, diese Diversität, die wir da auch haben. Ich möchte euch das gerne anhand von einem Beispiel ein bisschen veranschaulichen. Und zwar, wenn wir von Bienen sprechen, dann denken viele von uns gleich an die Honigbiene. Aber die Honigbiene ist nur eine von ganz, ganz vielen Bienen. Und zwar gibt es allein in Österreich ca. 700 Wildbienenarten. Eine davon ist zum Beispiel die Gartenhummel, wie man da oben sieht. Und diese Wildbienenarten, die sind unglaublich wichtig eigentlich für unsere Ernährung, für unser Essen, weil wenn man da unten nach rechts schaut, dann sieht man, dass 71
von 100 der weltweit wichtigsten Nutzpflanzen von Bienen bestäubt werden. Das heißt, wenn man es noch einmal weiterdenkt, dass ein Drittel unserer Nahrung, die wird es überhaupt nicht geben ohne die Bienen. Das heißt, die Bienen sind unglaublich wichtig für uns, weil sie eine wichtige Bestäuberleistung geben, damit wir überhaupt das Essen, was wir haben, essen können. Und wenn man das jetzt alles nochmal umrechnen würde in einen monetären Wert, weil ganz oft versteht man in unserer Welt ja nur, so viel kostet es uns, wenn wir das nicht mehr haben. Wenn wir keine Bienen mehr hätten auf dieser Welt, dann würde uns das 250 Milliarden Euro kosten. Das ist der wirtschaftliche Wert der Bestäubung weltweit. Also wirklich eine unglaublich hohe Summe. Und es gibt, ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt, der heißt More Than Honey. In diesem Film wird es auch ein bisschen dargestellt, dass zum Teil in China, wo so stark gespritzt worden ist, dass dort keine Bienen mehr herumfliegen, da werden zum Teil die Bäume per Hand bestäubt. Und jetzt stellt sich einmal vor, das ist unglaublich viel Arbeit, die Bäume per Hand zu bestäuben. Und deswegen ist es eben auch sehr, sehr wichtig, dass wir diese Biodiversität erhalten, weil sehr viele Ökosystemleistungen einfach auch daran hängen und unsere Ernährung erst dadurch auch gewährleistet ist und garantiert ist. Wir erleben allerdings derzeit einen starken Verlust an Biodiversität weltweit, aber natürlich auch in Österreich. Und ich habe mir gedacht, Österreich ist ein bisschen greifbarer für uns und deswegen möchte ich da gerne ein paar Beispiele nennen. Und zwar ist es zum Beispiel so, dass über die Hälfte der heimischen Schmetterlinge gefährdet ist. Klingt jetzt vielleicht gar nicht so schlimm im ersten Moment, weil die Schmetterlinge können uns ja eigentlich auch egal sein. Na, ist aber nicht so, weil die Schmetterlinge sind natürlich auch sehr, sehr wichtige Bestäuber. Eine weitere Zahl, die ich auch sehr erschreckend finde eigentlich, ist, dass seit 1998, also ist gar nicht so lang her, sind ein Drittel der Vögel aus den österreichischen Kulturlandschaften verschwunden. Ein Drittel der Vögel. Und es gibt etwa 80% weniger Insekten als noch vor 30 Jahren. Ich bin jetzt 31 Jahre alt und diese Vorstellung, dass es jetzt 80% weniger Insekten gibt, die finde ich schon ziemlich erschreckend, muss ich sagen. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass wir was tun. Und was sind denn jetzt die Gründe für den Verlust an Biodiversität? Da gibt es verschiedenste. Der eine Grund ist zum Beispiel der Verlust an Lebensraum. Wie wird Lebensraum verloren? Einerseits durch die massive Verbauung, also es wird, werden neue Straßen gebaut, es werden neue Wohnungen gebaut und durch diese massive Verbauung verlieren viele Arten einfach ihren Lebensraum. Und andererseits durch die intensive Bewirtschaftung auch, also durch intensive Maisfelder, Rapsfelder, was auch immer, aber durch die Bewirtschaftung, da kommt es auch sehr stark zum Lebensraumverlust für viele Arten und Tiere. Mhm. Dann die konventionelle Landwirtschaft. Auch die konventionelle Landwirtschaft ist ein Grund für den Verlust an Biodiversität. Warum? In der konventionellen Landwirtschaft wird sehr, sehr häufig, also kann sehr häufig gemäht werden, zum Teil bis zu 5-mal im Jahr. Was bedeutet, dass eben viele Pflanzen, die vielleicht ein bisschen länger brauchen, um zu blühen, es einfach nie schaffen, komplett bis zur Blüte zu kommen und deswegen einfach auch weniger Chancen haben. Und in der konventionellen Landwirtschaft werden auch chemisch-synthetische Düngemittel und Pestizide eingesetzt. Und die haben natürlich auch eine Auswirkung auf die Diversität, auf die Vielfalt von Pflanzen und von Tieren, von Insekten. Ganz problematisch sind da zum Beispiel auch die Insektizide, die eingesetzt werden gegen Schädlinge. Aber da werden eben auch ganz viele Nützlinge oft leider mitgenommen. Auch die Gentechnik ist ein Grund für den Verlust an Biodiversität. Vielleicht habt ihr schon einmal von Glyphosat gehört. Glyphosat ist ein Unkrautvernichtungsmittel und dabei wird eine gentechnische Variante auch genutzt, nämlich das sogenannte Roundup, wo Pflanzen so manipuliert werden, dass sie resistent sind. Also quasi, dass wenn dieses Unkrautvernichtungsmittel draufgespritzt wird, dass es ihnen nichts tut. Das bedeutet, diese gentechnisch veränderten Pflanzen können wachsen, aber alles andere stirbt quasi ab, was natürlich auch schlecht für die Diversität ist. Gewässerbelastung ist auch ein sehr, sehr großes Thema im Bereich des Verlusts der Biodiversität. Auch die Lichtverschmutzung, also dass es immer weniger Orte gibt, an denen
an denen es wirklich dunkel ist. Das führt dann zum Beispiel dazu, dass die Paarungsrituale gestört werden oder der Schlafrhythmus durcheinander kommt von den Tieren und dass sich generell einfach dieser ganze Rhythmus auch verändert. Oder auch Insekten zu den Lichtern fliegen und dann zum Teil auch daran sterben. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, auch dieser große Grund für den Verlust an Biodiversität ist auch der Klimawandel bzw. die Klimaerwärmung. Und da möchte ich jetzt gerne mit euch ein bisschen weiter drauf eingehen und mit euch eintauchen in das große Klimaquiz. Wie machen wir das jetzt? Ich werde jetzt gleich wieder meinen Bildschirm mit euch teilen. Und da seht ihr jetzt ein Mentimeter. Und dafür bitte ich euch, wenn ihr habt, eure Handys zu nehmen. Ansonsten gerne über euren Browser einsteigen und einfach ein neues Tab öffnen, Zoom bitte ganz normal einfach laufen lassen und auf www.menti.com zu gehen und den Code eingeben 2481 4696. Ich habe das jetzt auch alles nochmal in den Chat hineingeschrieben, das heißt, ihr könnt gerne in den Chat schauen und falls es jemandem passiert, dass er während dem Quiz hinausfällt, können Sie auch immer ganz oben auf meinem Bildschirm, auf euren Bildschirmen seht ihr auch immer den Code nochmal eingeblendet. Falls es jetzt jemand nicht schafft, da einzusteigen, ist es überhaupt kein Problem, dann könnt ihr das Quiz einfach mitverfolgen über den geteilten Bildschirm. Und ich sehe, einige von euch haben es schon hergeschafft. Wunderbar. Ein paar Momente werde ich noch warten. Gut. Und wie gesagt, für alle, bei denen es nicht funktioniert, kein Stress, einfach über den Bildschirm beobachten, über den geteilten. Na gut. Dann würde ich mal vorschlagen, auf ins Quiz. Wie gesagt, man kann jederzeit wieder einsteigen, falls irgendwas passiert. Und wir starten mit der ersten Frage. Bitte auf das Display oder auf den Computer schauen. Und die erste Frage ist, was ist eigentlich das Klima? Ist es die aktuelle Situation in einem Ort, also zum Beispiel, wenn es sonnig ist oder regnet? Oder ist es der mittlere Wetterzustand an einem Ort von mindestens 30 Jahren? Und ihr habt das alle richtig gewusst. Und zwar geht es beim Klima tatsächlich um einen mittleren Wetterzustand an einem Ort von mindestens 30 Jahren. Und wenn wir jetzt über die Klimaerwärmung sprechen, dann sprechen wir eben um die globale Durchschnittstemperatur und dass diese wärmer wird. Wetter ist, wenn es draußen regnet, wenn es sonnig ist, wenn es schneit. Das ist also über einen kürzeren Zeitraum und begrenzt auf einen kleineren Ort. Gut, dann schauen wir weiter zum nächsten Punkt. Und zwar, ganz wichtig, um Klimakrise, Klimawandel zu verstehen, muss man auch den Treibhauseffekt verstehen. Und wir haben hier schematisch ein Bild von der Erde und da sieht man Sonnenstrahlen. Und die Strahlung, die Sonnenstrahlung, die kommt eben herein und die Erde, die wird umgeben von der Atmosphäre, also von einer Hülle, einer dünnen Gasschicht, wo verschiedene Treibhausgase eben auch drin sind, wie zum Beispiel Wasserdampf, aber auch CO2 oder Methan. Und diese Atmosphäre, die ist wie so eine Schutzhülle rund um die Erde. Und jetzt strahlt die Sonne mit einer kurzwelligen Strahlung, strahlt sie hinein auf die Erde. Diese Strahlung wird zum Teil aufgenommen von der Erde und zum Teil wieder reflektiert. Und wie man hier sieht, geht ein Teil von der Strahlung einfach auch wieder hinaus. Aber ein Teil von dieser Strahlung, der bleibt eben auch drinnen in unserer Atmosphäre und dadurch entsteht eine angenehme Durchschnittstemperatur, die wir auch brauchen auf diesem Planeten. Denn sonst wäre das Leben für ganz viele Lebewesen, inklusive uns, auch gar nicht möglich auf dem Planeten. Jetzt kommt meine nächste Frage. Bitte wieder bereit machen.
Und zwar, welche durchschnittliche Temperatur, glaubt ihr, hätten wir auf der Erde ohne den natürlichen Treibhauseffekt? 10 Grad, minus 18 Grad oder 1 Grad? Genau, also ohne den natürlichen Treibhauseffekt hätten wir eine durchschnittliche Temperatur von minus 18 Grad auf dem Planeten. Das wäre die Durchschnittstemperatur, das heißt, in manchen Regionen wäre es noch viel, viel kälter, in anderen wärmer. Aber wie schon davor gesagt, ein Leben auf diesem Planeten wäre für ganz, ganz viele von uns, also auch uns Menschen, aber auch viele andere Pflanzen und Tiere, nicht möglich. Derzeit haben wir eine durchschnittliche Temperatur von 15 Grad, also plus 15 Grad auf dem Planeten. Wobei auch hier wieder starke Unterschiede sind, mit wo es wie warm ist. Ich komme zur nächsten Folie. Und wenn wir uns diese Folie anschauen, dann sehen wir, dass im Vergleich zur vorherigen Folie, dass diese Schicht, diese Atmosphäre dicker geworden ist. Und das ist der menschgemachte Treibhauseffekt, beziehungsweise auch genannter anthropogene Treibhauseffekt, wo man eben sieht, dass durch die Zunahme an Treibhausgasen mehr Strahlung innerhalb der Atmosphäre gehalten wird und dadurch wird es wie in einem Glashaus wärmer. Wenn man sich jetzt diese Grafik anschaut, dann sieht man, wie sich die Temperatur, das ist die rote Kurve, wie sich die im Laufe der letzten 1000, ein bisschen mehr Jahre entwickelt hat. Und da sieht man, der 1000 nach Christus bis circa heute, der Trend geht weiterhin so, die Grafik ist jetzt nur bis 2007, aber der Trend geht genauso weiter. Und man sieht, dass eigentlich die Temperatur relativ lange relativ stabil geblieben ist und dann ist was passiert, um 1880 herum. Was ist da passiert? Gerne einfach in den Chat hineinschreiben. Was ist da um 1880 herum passiert, dass die Temperaturkurve plötzlich begonnen hat zu steigen und seither diesem Trend folgt? Genau, Industrialisierung, die industrielle Revolution. Sprich, man hat begonnen, Erdöl, Erdgas und Kohle zu verbrennen. Und dadurch ist mehr CO2 in die Luft gelangt. Man sieht auch diese graue Kurve hier. Und diese graue Kurve, die zeigt eben an, wie der Anstieg an CO2 in der Luft gestiegen ist auch. Und man sieht da ganz einen klaren Zusammenhang. Durch den Anstieg an CO2 ist auch die Temperatur angestiegen. Seit 1880 bis heute ist die durchschnittliche globale Temperatur bereits um 1 Grad angestiegen. Das klingt jetzt im ersten Moment gar nicht so viel, aber stellt sich vor, euer eigener Körper, man hat vielleicht so 36,5, 36,8 Durchschnittstemperatur. Wenn ihr jetzt um 1 Grad mehr habt, dann habt ihr schon so um die 37,5, das ist schon leichte Übertemperatur. Noch ein Grad mehr wären dann 38,5 und da habt ihr schon ein Fieber, dann ein leichtes Fieber. 39,5, da habt ihr wirklich schon Fieber, also da wird es wirklich problematisch. Und genauso ist es eben auch mit unserem Planeten. Der reagiert da genauso auch drauf. Das heißt, dieses eine Grad klingt wenig, ist aber eigentlich gar nicht so wenig. Ich habe euch da noch ein Beispiel mitgebracht und eine weitere Frage. Bitte wieder auf eure Handys oder eure Desktops schauen. Und die Frage kommt passend zum Thema. Und so, was glaubt ihr, um wie viel Grad ist die durchschnittliche Temperatur in Mitteleuropa seit der letzten Eiszeit angestiegen? Bei der letzten Eiszeit waren große Teile der Welt vergletschert. Wie viel Grad wärmer ist es heute im Vergleich zu damals, also vor 10.000 bis 12.000 Jahren? Und tatsächlich ist die erschreckende Antwort, dass es nur 5 Grad kühler war im Vergleich zu heute. 5 Grad kühler und große Teile der Welt waren vergletschert. Und wenn wir nichts tun, wenn wir die Klimaerwärmung nicht aufhalten, wenn wir weiterhin so viel CO2 in die Luft rausblasen und so viele Treibhausgase, wie wir es derzeit machen, dann wird sich das Klima um 6,4 Grad erhöhen. Minus 5 Grad waren große Teile vergletschert. Plus 6,4 Grad, da würden wir die Welt nicht wiedererkennen, so wie wir sie heute kennen.
Und deswegen ist es eben so wichtig, da was zu tun und zu schauen, dass sich das Klima nicht so stark erwärmt. Ich habe noch eine Frage für euch. Bitte wieder bereit machen. Welches Gas macht den größten Anteil der menschgemachten Treibhausgase aus? Methan, Lachgas oder Kohlendioxid? Und mit Abstand am meisten, den größten Anteil in unserer Atmosphäre macht das Kohlendioxid aus, und zwar über die Hälfte. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was sind die wichtigsten Treibhausgase, da haben wir einerseits das CO2. Das CO2, das Kohlendioxid, das entsteht eben bei der Verbrennung von Erdöl, Erdgas und Kohle. Und das entsteht zum Beispiel im Verkehr. Es entsteht bei der Verbrennung eben, in der Industrie und so weiter. Das heißt, CO2 ist mit Abstand das wichtigste Treibhausgas und deswegen wird eben auch sehr, sehr viel davon gesprochen, weil es mengenmäßig so ein großes Problem ist. Es gibt aber auch noch das Methan, oft in Zusammenhang gebracht mit den Wiederkäuern, also mit den Kühen, wo es im Magen, also bei der Verdauung entsteht, dieses Methan. Und nachdem wir so viel Fleisch essen, ist es ein Problem, also nicht die Kühe sind das Problem, sondern eher die Menge an Fleisch, die wir verzehren, weil dabei eben durch diese ganze Massentierhaltung sehr, sehr viel Methan auch entsteht. Methan entsteht aber nicht nur bei den Wiederkäuern, sondern eben auch zum Beispiel beim Reisanbau, bei diesem Nassreisanbau. Und Methan ist tatsächlich 28 Mal so klimaschädlich wie das CO2. Das heißt, auch das ist ein sehr, sehr wichtiges Treibhausgas, sehr, sehr problematisch, und auch da müssen wir schauen, dass das weniger in der Atmosphäre ist, und also dass da weniger davon vorhanden ist in der Atmosphäre. Und das dritte wichtige Treibhausgas, das ich jetzt noch vorstellen möchte, ist das Lachgas. Das Lachgas, das entsteht in der Landwirtschaft, zum Beispiel über die chemisch-synthetischen Düngemittel. Und dieses Lachgas, das ist bis zu 310 Mal klimaschädlicher als das CO2. Das heißt, wenn wir ein CO2-Molekül haben, dann ist das quasi das Lachgas 310 Mal schädlicher wie das eine CO2-Molekül. Das heißt, auch hier ist ein großer Handlungsbedarf, dass wir schauen, dass eben nicht viel Lachgas in die Luft gelangt. Aber wie hängt jetzt eigentlich unser Lebensstil mit der Klimakrise zusammen? Also wie tragen wir als Menschen dazu bei, dass sich das Klima erwärmt in unserem Alltag? Was fällt euch da ein? Sehr gerne bitte wieder in den Chat hineinschreiben. Wie trägt unser Leben, unser Lebensstil zum Klimawandel, zur Klimakrise, zu dieser globalen Erwärmung bei? Und da haben wir schon die wichtigsten Schlagworte. Genau, es gibt vier große Bereiche. Wir haben einerseits den Konsum. Ganz, ganz wichtig, wir konsumieren zu viel und wir konsumieren Dinge, die einfach nicht langlebig genug sind. Wir essen zu viel Fleisch vor allem, beziehungsweise auch die Transportwege sind ein großes Thema. Das heißt, Konsum ist ein großer Bereich, die Ernährung ist ein großer Bereich. Der Verkehr ist ein sehr, sehr großer Bereich. Da haben wir auch das Autofahren, sehe ich da. Auch das Fliegen ist da ein sehr, sehr großes Problem. Und der vierte große Bereich ist Wohnen und Energie. Und da haben wir das Heizen als sehr, sehr großes Thema. Genau, jetzt eh alle wichtigen genannt. Voll. Und das sind auch die Bereiche, wo wir selber auch aktiv werden können und was verändern können. Und wo es aber auch Rahmenbedingungen auf politischer Seite braucht, dass man da aktiv werden kann. Wir kommen nun zur letzten Frage von unserem Quiz. Bitte wieder auf eure Handys schauen. Und zwar, was glaubt ihr, wenn jetzt alle Menschen so leben würden wie wir hier in Europa, würde da eine Erde reichen? Oder bräuchte man da drei Erden oder sogar fünf Erden? Was glaubt ihr? Wenn alle so essen, sich fortbewegen, konsumieren und heizen würden wie wir? Und im Chat sehe ich schon die richtigen Antworten und auch hier. Genau, wenn alle Menschen so leben würden wie wir hier in Europa, in Österreich, dann bräuchten wir drei Planeten. Wir haben aber nur diesen einen Planeten. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eben schauen,
wie können wir ein bisschen bewusster werden? So. Gut, 5 Erden ist übrigens auch noch bei dieser Auflistung dabei. Wenn alles leben würden wie die durchschnittliche Amerikanerin, dann bräuchten wir 5 Erden. Und auch hier zeigt sich schon ein bisschen, dass es ein bisschen unfair auch ist, weil es gibt auch im globalen Süden Menschen, die, wenn alle leben würden wie die, dann würde man nicht mal eine Erde brauchen. Also das heißt, wir leben eigentlich auf Kosten von sehr, sehr vielen anderen und deswegen sollten wir da eigentlich auch was ändern und aktiv werden. Ich stoppe jetzt das Bildschirmteilen. Danke an dieser Stelle schon mal fürs Mitmachen beim Quiz und wir werden jetzt auf die Folgen des Klimawandels eingehen. Und ich habe euch dazu ein Video mitgebracht und ich teile jetzt den Bildschirm und werde euch dieses Video zeigen. Schon heute bei 1 Grad Erwärmung erleben wir mehr Hitzewellen und Dürren, stärkere Stürme und Hochwasser. Diese Effekte nehmen mit jedem Grad weiter zu. Schon bei über 1,5 Grad ist die Existenz vieler Inselstaaten im Pazifik bedroht. Steigt der Meeresspiegel, werden einige Inseln komplett im Meer verschwinden. Andere verlieren durch das Sterben der Korallenriffe ihre Lebensgrundlage. Ab 2 Grad globale Erwärmung wird es noch viel mehr Menschen treffen, denn dann könnte das Klima kippen. Das Polareis reflektiert bislang das Sonnenlicht und wirkt der Erwärmung entgegen. Da es immer weiter schmilzt, dringen immer mehr Sonnenstrahlen ins Wasser und erwärmen es. Das wiederum führt dazu, dass das Eis schneller schmilzt. Ein Teufelskreis. Solche sich selbst verstärkenden Prozesse gibt es rund um den Globus und sie alle heizen die Erde immer schneller auf. Jenseits der 3 Grad werden immer mehr Gletscher verschwinden. Es werden immer mehr Flüsse versiegen und trockene Regionen werden noch trockener. Auch die großen Regenwälder der Erde, wie um den Amazonas, werden nach und nach verschwinden. Ab 4 Grad wird auch in Südeuropa die meiste Zeit Dürre herrschen. Teile der USA und des Nahen Ostens werden durch die Hitze faktisch unbewohnbar. Große Teile der Weltbevölkerung werden unter Wasserknappheit leiden. Und unzählige Menschen werden durch Hitzestress und Infektionen sterben. Und vor allem durch Unterernährung. Denn Missernten und Hungersnöte werden immer häufiger. An anderen Orten hingegen wird es zu viel Wasser geben. Überflutungen drohen dann weltweit, auch großen Metropolen wie zum Beispiel Hamburg, Mumbai, Shanghai oder New York. Mit jedem Grad müssen mehr Menschen fliehen. Die einen auf der Suche nach Nahrung und Wasser, die anderen vor den Überflutungen und Stürmen. Stürme werden immer größere Ausmaße erreichen. Bürgerkriege und Kämpfe um immer knapper werdende Ressourcen werden kaum zu verhindern sein. Erwärmt sich das Klima noch weiter, sind die Folgen kaum mehr vorhersehbar. Sicher scheint aber, nach und nach werden fast alle heute lebenden Arten aussterben. Auch der menschlichen Zivilisation, wie wir sie heute kennen, droht dann das Ende. Gut, dass ich. So. Ich finde dieses Video immer wieder sehr erschreckend. Aber mir würde es jetzt interessieren. Wie geht's euch, wenn ihr dieses Video seht? Was löst es in euch aus? Und ihr könnt sehr, sehr gerne in den Chat schreiben, entweder Sternchen machen oder einfach schreiben, was löst es in euch aus, wenn ihr so ein Video seht? Verzweiflung? Angst, pure Angst, Trauer, Wut und Trauer, Handlungsdrang. Zukunftsangst, Frustration. Ja, in mir löst das Video das aus und auch die Wut. Genau, die Wut darüber, dass nur geredet wird und zu wenig wirklich getan wird. Und ich finde diese Emotionen, die sind unglaublich wichtig, dass die auch da sein dürfen.
dass die ja da sind, wenn man sieht, was mit unserem Planeten passiert, wie mit unserem Planeten umgegangen wird, nur weil vielleicht manche sich da einfach bereichern wollen oder weil, ja, diese Wut, diese Trauer, diese Angst, es darf alles da sein und es ist auch okay, dass es da ist. Und ich finde das auch wichtig, dass wenn man mit Schülerinnen und Schülern arbeitet, dass man da auch darüber spricht, weil ganz oft wird da irgendwie ein so Rahmen aufgemacht, wo man sich ja dem annehmen kann, weil diese Dinge, das löst in uns aus und das löst natürlich aber genauso auch in den Kindern und Jugendlichen aus, diese Themen. Ich zeige dieses Video normalerweise erst in der Oberstufe, weil ich es schon sehr heftig finde, aber ich finde schon, dass es in der Oberstufe auch wichtig ist, dass man das anschaut. Und aber die positive Nachricht dran ist, das ist quasi Worst Case. Also wenn wir nichts machen, dann wird es alles ziemlich schrecklich werden. Aber wir können was tun, wir können aktiv werden. Und jedes Zehntelgrad zählt im Grunde. Also wenn wir, es gibt eigentlich keine Option, nicht zu handeln. Wir müssen handeln, wir müssen aktiv werden, weil wenn wir gar nichts tun, dann schaut es nicht sehr gut aus für unsere Zukunft. Wie der genaue Titel von diesem Video ist, den kann ich gerne auch dann noch mit den Unterlagen mitschicken. Das Video ist von Quarks. Ich kann es euch gleich auch in den Chat reinstellen. Dann habt ihr es auch gleich schon. Ja, genau. Also vielleicht würde ich jetzt aber gerne jetzt noch ein bisschen bei dem Video bleiben und würde euch gerne fragen, wer sind denn jetzt eigentlich die Verursacher von der Klimakrise? Und sehr gerne auch dafür wieder eure Ideen in den Chat schreiben. Wer sind die Hauptverursacher von dieser Klimakrise, in der wir leben? Der Mensch. Ja, sind sicher nicht die Pflanzen und Tiere. Wir Menschen, der anthropogene Treibhauseffekt, sagt man ja auch. Wir Menschen, ja. Und wenn wir jetzt die Menschen anschauen, die ersten Weltstaaten, also der globale Norden vor allem, die Industrieländer vor allem, die über die Maße leben, die, wenn alle so leben wie die durchschnittlichen AmerikanerInnen, bräuchten wir 5 Planeten, das geht sich einfach nicht aus, genau. Sehr wichtig. Das heißt, da gibt es schon Länder, die einfach mehr dazu beitragen, zu dieser Klimakrise als andere Länder. Auch der Egoismus, die Gier, der Wirtschaft, also dieses Wirtschaftswachstum, dieses ständige Dogma, dass alles immer mehr werden muss, genau, die Maria hat es auch gerade geschrieben, immer mehr wollen, immer, dass es alles immer mehr sein muss, dieser Profit, dass der immer vor alles gestellt wird, das ist ein Riesenproblem und das trägt auch dazu bei, dass unsere Welt so ausschaut, beziehungsweise, dass wir einfach wirklich handeln müssen, um eben zu schauen, dass wir da auch innerhalb von unserem eigenen Rahmen bleiben, innerhalb von unseren eigenen Grenzen. Das heißt, ja, wir Menschen sind schuld, aber es gibt schon einige Menschen, einige Konzerne auch, die deutlich mehr daran beteiligt sind als andere. Auch Entscheidungsträgerinnen, die eigentlich mehr Macht hätten, könnten da auch tatsächlich noch mehr tun oder mehr Lenkungsmechanismen auch einsetzen. Wenn wir uns jetzt anschauen, wir haben jetzt gesprochen über die Verursacher. Mir würde es interessieren, wer sind denn die Hauptbetroffenen aus eurer Sicht von der Klimakrise? Wir haben eher viel im Video gesehen. Wer sind denn die Hauptbetroffenen? Und da haben wir wieder den globalen Süden, Afrika, haben wir gesehen, gerade in trockenen Regionen, dass da Menschen flüchten müssen. Genau, der globale Süden, beziehungsweise eben auch Inselstaaten, wenn der Meeresspiegel ansteigt, dann haben Inselstaaten extreme Probleme. Die Lebensgrundlage, die Flächen wird es dort dann einfach nicht mehr geben. Oder auch Menschen, die in Städten an Küsten leben, auch da wird es größere Probleme geben. Also es ist eigentlich auch sehr, sehr ungleich, wer wie stark davon auch betroffen sein wird. Und ich habe es eh schon zu Beginn gesagt, auch arme Menschen sind stärker betroffen von der Klimaerwärmung als reiche Menschen, weil reiche Menschen können sich leicht einmal eine Klimaanlage leisten. Arme Menschen, Hitze in der Stadt ist zum Beispiel auch ein riesengroßes Problem, ein Riesenthema. Und deswegen ist es mir auch immer wichtig, auch über Klimagerechtigkeit zu sprechen. Das heißt, wenn wir über Lösungen nachdenken, dann ist es auch wichtig zu schauen, wie können wir klimagerechte Lösungen finden, die sowohl für den globalen Norden als auch für den globalen Süden gerecht sind. Also dass wir da mehr in Richtung einer gerechteren Welt auch denken, weil man kann diese Fragen auch nicht getrennt voneinander betrachten, meiner Meinung nach.
Bevor wir jetzt in die Handlungsmöglichkeiten eintauchen, möchte ich gerne noch kurz ein paar Punkte zum Thema Biodiversität ergänzen. Und zwar, wenn wir uns jetzt nochmal anschauen, der Klimawandel, der bedroht eben auch die Artenvielfalt, haben wir auch im Video gehört. Vielleicht da ganz kurz noch ein paar Zahlen dazu. Und zwar, wenn sich das Klima um 1,5 Grad erwärmt, dann werden 6% der Insektenarten mehr als die Hälfte ihrer Population verlieren. Wenn sich das Klima um 2 Grad erwärmt, dann sind es bereits 3-mal so viele Insektenarten. Bei den Wirbeltierarten sind es 4% bei 1,5 Grad Erwärmung, dass die Hälfte ihrer Population verlieren. Doppelt so viele bei plus 2 Grad Erwärmung und genauso auch bei den Pflanzenarten. Und da sieht man schon sehr, sehr stark, es macht einen Unterschied, ob sich das Klima um 1,5 Grad oder um 2 Grad erwärmt. Schauen wir uns mal kurz an die 2 Grad Erwärmung. Bei einer plus 2 Grad Erwärmung ist ein Viertel aller Arten, also aller Pflanzen und Tiere, die wir heute kennen, vermutlich nicht mehr auf unserem Planeten. Und im Jahr 2080, wenn wir es so weitermachen, wie wir es bisher tun, dann kann es sein, dass die Hälfte aller bisher bekannten Arten einfach nicht mehr hier ist, auf unserem Planeten. Und was auch sehr, sehr tragisch ist, ist, dass eine 2 Grad Erwärmung zu einer kompletten Zerstörung der Korallenriffe weltweit führt. Und deswegen möchte ich das jetzt nochmal betonen. Ich habe es jetzt schon 2-3 Mal, glaube ich, gesagt, aber ich möchte es nochmal betonen. Es macht einen Unterschied. 1,5 Grad, 2 Grad oder mehr, jedes Zehntel Grad zählt. Und deswegen ist allein diese Aussage für mich schon ein Grund, aktiv zu werden, ein Grund zu handeln. Weil es macht einen Unterschied, ob ich gar nichts mache oder ob ich was mache. Und wenn es nur ein futzig kleines Ding ist, jedes Zehntel Grad macht einen Unterschied, welche Auswirkungen das auf unserem Planeten hat. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eben auch aktiv werden. Und dazu jetzt meine nächste Frage an euch. Und zwar, was sollte eurer Meinung nach passieren, damit wir den Klimawandel aufhalten können und die Erwärmung der Erde unter 1,5 bzw. unter 2 Grad halten? Weil das sind die Schwellenwerte, wo wir wirklich auch noch viel abfedern können. Und ich werde jetzt das Bildschirm teilen, kurz stoppen. Und werde euch jetzt in Breakout-Sessions geben. Und ihr habt jetzt ein paar Minuten Zeit, das zu diskutieren. Ich hole euch dann wieder zurück und wir werden es danach gemeinsam sammeln. Aber diskutiert einfach einmal gemeinsam, was bräuchte es eurer Meinung nach, um die Klimaerwärmung unter 1,5 bzw. unter 2 Grad zu halten. Ihr seid zu zweit, zu dritt und ich hole euch automatisch in 3-4 Minuten wieder zurück. Gutes Besprechen.
So, hallo und willkommen wieder zurück. Ich hoffe, ihr habt sich gut austauschen können. Vielleicht war es ein bisschen zu kurz, aber es ist immer so ein Ding mit der Zeit. Ich hoffe jetzt trotzdem, das ein oder andere sammeln können. Ich möchte euch jetzt einladen, ich teile meinen Bildschirm wieder, dass ihr die Haupterkenntnisse gerne nochmal einfach hier teilt. Also was können wir tun? Und da die Hauptpunkte, die aus eurem Gespräch gerade rausgekommen sind, bitte einfach nochmal festhalten. Dazu bitte ich euch wieder auf www.menti.com zu gehen. Schreibt es auch noch mit in den Chat und den Code einzugeben. 2481-4696. Was können wir tun? Auf welche Dinge seid ihr gekommen? Damit wir die Erwärmung unter 1,5 bzw. unter 2 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit halten. Und da sieht man auch schon viele wichtige Punkte von euch. Ihr könnt es als Lehrpersonen, und aber nicht nur als Lehrpersonen, sondern auch generell ein Beispiel für die Kinder bzw. generell für euer Umfeld sein. Sehr, sehr wichtiger Punkt. Wenn man selber vorlebt, kann man auch andere begeistern, aktiv zu werden. Persönliches Engagement, also selber was tun. Aufzuzeigen, dass man mit einem kleinen Schritt schon einen ersten Schritt machen kann, also Baby Steps, und dann aber einen nächsten Schritt auch gehen kann. Gerade ihr als Lehrpersonen könnt Bewusstseinsbildung machen. Ihr könnt Schülerinnen und Schülern davon erzählen, aber natürlich auch in eurem Freundes- und Bekanntenkreis. Die Politik muss aktiv werden und wir selber sind auch politische Wesen. Wir können die Politik auch immer wieder daran erinnern, dass die Politik aktiv werden muss und das tun muss. Gerade auf Gemeindeebene mit LokalpolitikerInnen kann man ins Gespräch kommen. Als Schule hat man da oft auch eine super Möglichkeit, politisch Druck zu machen. Heimisches Fördern, also schauen, dass man wieder eher Produkte bevorzugt aus der Region, dass man den Müll trennt, also Achtsamkeit auch im eigenen Leben hat. Plastik vermeidet, weniger importiert, also gerade im Konsumbereich habt ihr auch ganz viele Beispiele gefunden, wie man da aktiv werden kann. Dann haben wir noch das Thema Demonstrieren. Also es ist auch sehr, sehr wichtig, auf die Straße zu gehen und für die eigenen Themen einzustehen, weil da muss die Politik dann irgendwann einmal drauf hören. Versuchen zu begeistern. Regionalität, Strom sparen, auch sehr wichtig. Klein anfangen, auch das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Man muss nicht gleich die Welt retten, alleine schafft man sowieso nicht, aber man kann klein anfangen, einen ersten Schritt setzen und dann vielleicht den nächsten. Und so nach und nach zu einer lebenswerten Zukunft kommen. Zu einem Lebensstil für eine lebenswerte Zukunft. Genau. Und vernetzen. Vernetzung ist auch ganz wichtig. Ganz alleine werden wir es nicht schaffen. Wir müssen es gemeinsam machen. Im Chat ist noch ein Punkt aufgetaucht, nämlich bei diesem Punkt auf Mentimeter wären mehr als 25 Zeichen Platz besser gewesen. Danke für diese Anregung. Ja, stimmt vermutlich. Also gerne, falls ihr noch was ergänzen wollt, das mehr als 25 Zeichen hat, gerne auch im Chat ergänzen. Dann kann ich das hier auch noch sagen. Beziehungsweise es kann auch gerne jemand, wenn ihr wollt, ein Sternchen noch in den Chat machen und noch was ergänzen zu dem, was ich jetzt bereits vorgelesen habe. Es ist so eine Fülle, also ihr habt sicher irgendwas nicht gesehen. Ansonsten würde ich mal sagen, danke schon einmal für dieses super gute Brainstorming. Es sind voll die wichtigen, sehr, sehr guten Punkte dabei. Falls jemand noch was ergänzen will, im Chat auch sehr, sehr gerne auch noch im Chat ergänzen, wenn es mehr Zeichen braucht. Da haben wir zum Beispiel noch den Punkt, den eigenen Lebensstil überdenken, also Achtsamkeit in diesem Fall auch wieder. Ja, danke schon mal dafür. Und ich werde jetzt die Punkte, die ihr bereits gesammelt habt, auch nochmal mit meiner Präsentation ergänzen. Und dann möchte ich euch da zum Einstieg nochmal kurz eine Folie zeigen, die den Fußabdruck, also den ökologischen Fußabdruck von Österreich darstellt.
Und der besteht aus 5 Bereichen, wobei 4 Bereiche auch wirklich von uns individuell beeinflusst werden können. Da haben wir den blauen Bereich, das ist der Bereich Wohnen. Und im Bereich Wohnen sind 90% des ökologischen Fußabdrucks für Heizen und Strom, die da anfallen. Das heißt, in dem Bereich können wir selber aktiv werden. Im Bereich Ernährung sind 80% davon für Fleisch und tierische Produkte. Also auch hier kann man selber aktiv werden und kann zum Beispiel statt 5-mal die Woche Fleisch essen, auf 2-mal oder 1-mal die Woche Fleisch essen. Das haben wir ein bisschen reduzieren. Da hätte man schon einen großen Impact im eigenen Bereich gemacht. Im Mobilitätsbereich, also im, wie wir uns fortbewegen, da gehen 90% fürs Autofahren und fürs Fliegen drauf. Und auch der Konsumbereich ist einer, wo wir selber ganz, ganz viel anders gestalten können, um da weniger CO2-Emissionen in die Luft zu blasen. Es gibt außerdem noch diesen grauen Bereich. Der graue Bereich ist ein Bereich, den wir individuell nicht beeinflussen können. Es ist zum Beispiel der Straßenbau oder der Bau von Schulen. Der wird einfach aufgeteilt auf alle Österreicherinnen und Österreicher und da können wir jetzt selber nicht so viel machen. Vielleicht können wir mal mitsprechen bei der einen oder anderen Sache, aber der ist für uns eher schwer zu beeinflussen. Um jetzt nochmal ganz kurz darauf einzugehen, wie kann man denn aktiv werden? Was kann man tun? Da gibt es verschiedene Bereiche und der erste Bereich ist eben wirklich, ja, es kann jede und jeder Einzelne von uns aktiv werden im eigenen Alltag. Und der erste Schritt ist schon einmal, sich einfach zu informieren. Es gibt so viele Infos mittlerweile. Man kann sich informieren zu den Problemen, aber auch zu den Dingen, was läuft denn schon alles gut? Es gibt so viele coole Beispiele, wo schon Dinge einfach super cool laufen. Es gibt zum Beispiel Kostnix-Läden oder es gibt Kleidertauschpartys und. Also es gibt so viele tolle Dinge. Das heißt, man kann sich informieren und kann schauen, wo gibt es denn schon die Initiativen, die was machen für den Klimaschutz und so weiter und kann da auch beitreten dann. Man kann im eigenen Alltag natürlich auf die Ernährung schauen. Da kann man schauen, woher kommt das Obst und Gemüse, das ich esse. Kommt es aus der Region oder kommt es von Übersee? Man kann auf saisonales Obst und Gemüse schauen und natürlich auch auf biologisches Essen, weil da einfach keine chemisch-synthetischen Düngemittel und Pestizide zum Einsatz kommen. Im Bereich Strom kann man auf Ökostrom umsteigen. Man kann Strom sparen, ganz viel Strom wird oft verbraucht, den wir eigentlich gar nicht brauchen. Im Mobilitätsbereich kann man sich überlegen, muss jetzt wirklich im Urlaub für eine Woche dorthin fliegen oder könnt ihr vielleicht dann mit dem Zug hinfahren? Oder ihr macht eine Radtour über 10 Tage. Auch das wäre eine coole Alternative. Und auch im Alter kann man schauen, am Land ist es oft ein bisschen schwieriger, das ist mir vollkommen bewusst, aber vielleicht E-Bikes ist eine coole Alternative oder eben auch das Klimaticket, das jetzt gerade vor kurzem möglich, dass man da auch relativ günstig in Österreich unterwegs sein kann. Natürlich im Konsumbereich kann man auch ganz viel machen. Man muss nicht alles neu kaufen, Secondhand-Kleidung. Gibt es unglaublich viel, sehr, sehr gute qualitative Auswahl mittlerweile. Gibt es auch verschiedene Plattformen schon online im Internet. Und auch Naturkosmetik kann man zum Beispiel selber machen, um Verpackungsmüll da zu vermeiden. Das ist eine Ebene, aber es gibt noch verschiedene andere Ebenen. Und zwar, man kann allein viel machen, aber manchmal ist es auch gut, das gemeinsam zu machen, weil gemeinsam fühlt man sich oft stärker und man kriegt neuen Mut und man motiviert sich. Und das Ganze kann ja unglaublich viel Spaß machen, wenn man gemeinsam aktiv wird und sich gemeinsam überlegt, wie kann man einen Impuls setzen in der eigenen Gemeinde, in der eigenen Schule, um da was zu verändern. Zum Beispiel könntet ihr mit euren Schülerinnen und Schülern einen Beitrag für die Schülerinnenzeitung schreiben oder für die Gemeindezeitung oder das Bezirksblatt einen Beitrag schreiben. Man kann eine Kleidertauschparty organisieren. Wir machen das immer wieder im Global 2000 Büro. Aber das geht natürlich auch in der Schule, dass jede Person einfach was mitnimmt, was er sie nicht mehr tragen will, weil es schon zu klein ist oder zu groß oder was auch immer, oder es gefällt einem nicht mehr und kann sich stattdessen andere Dinge mitnehmen, die jemand andere nicht mehr anzieht. Und so bleibt die Kleidung im Fluss und wir machen regelmäßig solche Kleidertauschpartys, wenn es Corona zulässt. Und da finde ich ziemlich viel gewandt immer wieder, was ich sehr schön finde. Man kann gemeinsam Müll sammeln gehen und da sieht man unmittelbar auch gleich einen Impact. Also auch vielleicht für euch ganz cool mit den Schulklassen Müll sammeln gehen. Da hat man immer so gleich dieses, wirklich auch dieses Empowerment-Gefühl. So, hey, wir sind jetzt da in diesem Waldabschnitt Müll sammeln gegangen und das schaut jetzt einfach besser aus. Man sieht unmittelbar einen Effekt. Man kann informieren, indem man Infostand macht in der Gemeinde, im Bezirk.
Man kann ein Konzert organisieren rund um ein Thema, zum Beispiel um das Thema Klimaschutz, und kann dann Spenden, die man vielleicht einnimmt, an ein Umweltprojekt spenden. Oder man kann auch selber Banner malen und diese Banner dann zu einer Klimademo tragen. Auch das ist eine Möglichkeit. Das heißt, gemeinsam macht es oft mehr Spaß und man schöpft neuen Mut. Und ich sehe das immer wieder in der Arbeit mit unseren Freiwilligen, mit unseren Aktiven, dass es so genial ist, dass dafür Energie frei wird. Und gerade ihr als Lehrpersonen könnt einfach im Projektunterricht, da glaube ich auch ganz, ganz viele coole Impulse setzen und Aktivitäten setzen. Das sind jetzt die Ebene individuell im Alltag. Wir haben die gemeinsame Ebene und dann ganz, ganz wichtig noch die politische Ebene. Wir selber gestalten jeden Tag die Gesellschaft neu mit. Wir selber sind politische Wesen und das fängt damit an, dass wir in einer Demokratie leben und wählen gehen. Und wir können auch unsere EntscheidungsträgerInnen immer wieder daran erinnern, hey, nehmt die Klimakrise endlich ernst. Petitionen, das ist eine ältere Petition von uns, aber es gibt immer wieder Petitionen, wo man unterzeichnen kann. Die werden dann übergeben an PolitikerInnen und das macht einen Impact. Es ist harte Arbeit, aber immer wieder erzielen wir mit diesen Dingen auch Erfolge. Oder eben auf die Straße gehen. Fridays for Future war unglaublich wichtig für die ganze Klimabewegung und man sieht einen Impact davon. Es gibt keinen Politiker, keine Politikerin mehr, die nicht über die Klimakrise sprechen kann. Und das ist mit Sicherheit auch den Fridays for Future zu verdanken. Derzeit findet ja gerade eine Klimakonferenz in Glasgow statt. Ich möchte gerne noch mal kurz auf die Klimakonferenz in Paris eingehen, die im Jahr 2015 stattgefunden hat. Das war nämlich ein Meilenstein, ein politischer für die Umweltschutzbewegung, weil in diesem Jahr das Klimaschutzabkommen unterzeichnet worden ist von 195 Staaten, wo sich diese 195 Staaten verpflichtet haben, dass sie versuchen, die Erderwärmung unter 1,5 bzw. unter 2 Grad zu halten. Leider war das sehr, sehr viel Gerede und noch viel zu wenig Taten, die darauf gefolgt sind. Und deswegen ist eben die Greta Thunberg und viele andere einfach auf die Straße gegangen und haben eben diese Bewegung gestartet, wo auch sehr, sehr viele Schülerinnen und Schüler da einfach wirklich was bewegt haben. Und ich finde, darüber könnt ihr ja mit den Schülerinnen sprechen und ihnen mal zeigen, hey, das macht einen Unterschied. Ich habe zum Beispiel vor kurzem mit dem Abgeordneten, dem Thomas Weiz aus dem EU-Parlament gesprochen und der hat gesagt, das hilft unglaublich viel, wenn da Leute auf die Straße gehen und er dann einfach darauf verweisen kann. Das stärkt ihm auch den Rücken, dass er diese Themen dann voranbringen kann. Also das macht einen Unterschied. Das kommt an bei den Politikerinnen und Politikern. Wir als Global 2000, aber auch viele andere NGOs setzen sich natürlich auch tagtäglich für den Klimaschutz ein. Und das machen wir eben, dass wir zum Beispiel auch mitgehen auf Demos, die mitorganisieren. Wir haben im Moment auch eine Klage laufen, die heißt Recht auf saubere Energie, auf Recht auf Klimaschutz, wo wir versuchen, das Wirtschaftsministerium aufzufordern, dass ein Gesetz verabschiedet wird, damit klimaschädliche Dienstleistungen und Güter nicht mehr auf den Markt kommen dürfen. Weil fossile Energien brauchen ein Ablaufdatum. Wir müssen einfach umdenken, wir müssen neu denken. Und wir arbeiten auch immer wieder in diese Richtung, dass wir schauen, welche Konzerne, welche großen Unternehmen verbrennen gerade viel fossile Energien und wie können wir die dazu bringen, dass sie damit aufhören. Und da haben wir zum Beispiel einen großen Erfolg im April 2020 gehabt, wo wir den Verbund, wo der Verbund uns zugesagt hat, dass er raus aus der Kohle geht, also dass er keine Kohle mehr verbrennt. Und das war ein sehr, sehr großer Erfolg, wo wir auch viele Jahre dran gearbeitet haben. Wir haben nur diesen einen wunderschönen Planeten und auf den gilt es gut aufzupassen. Und von dem her, es ist noch nicht zu spät. Wann, wenn nicht jetzt, ist ein Spruch von den Fridays for Futures und ich finde den sehr, sehr gut, weil wir sind die richtigen Leute. Wir dürfen nicht mehr warten, wir müssen handeln, wir müssen aktiv werden und einfach immer wieder auch Spaß dabei haben, nämlich auch lustige, coole Dinge machen, um eben einen Trend draus zu machen, um es mit Lebensqualität zu füllen, weil es muss nicht immer nur heißen, ich darf nicht mehr das und das, sondern es kann auch Spaß machen. Weil ja, die Zeit für Witze ist vorbei, wir müssen aktiv werden. In der Zwischenzeit ist auch schon eine Petition geteilt worden, also genau, danke auch dafür, man kann aktiv werden, man kann unterzeichnen und es macht einen Unterschied. So viel einmal jetzt
zu dem ersten Workshop-Teil. Ich würde jetzt gleich noch Anregungen für den Unterricht geben, aber bevor wir dahin gehen, wollte ich fragen, ob es noch inhaltliche Fragen oder Ergänzungen zu den Punkten gibt, die bereits zuvor gekommen sind. Ich sehe da auch noch im Chat Stopp Lobautunnel Autobahn. Sehr, sehr wichtiges, sehr aktuelles Thema. Da finden ja gerade die Camps statt und es ist derzeit noch ein Baustopp. Die Gruppe dort ist auch sehr aktiv und die haben es geschafft, dass eben weiterhin dieser Baustopp besteht. Und ja, wir hoffen sehr, dass dieses Projekt gekippt wird, weil dieser Lobautunnel würde tatsächlich nur zu mehr Verkehr führen und gerade in diesen Zeiten eben keine sinnvolle Sache. Und das aber vielleicht auch nochmal dazu, mir gibt es immer wieder unglaublich viel Mut, wenn ich sehe, wie viel Energie erstens viele junge Menschen da einfach haben und da reinstecken und dann auch wirklich was bewegen. Also das ist wirklich unglaublich cool und deswegen, ja, wir müssen was tun, egal ob jung oder alt, jeder von uns ist jetzt gefragt. Na gut, dann möchte ich euch abschließend gerne noch ein paar Anregungen für den Unterricht mitgeben, neben denen, die ich euch eh schon mitgegeben habe. Und zwar möchte ich gerne noch ganz kurz ein Unterrichtsmaterial vorstellen, wo es ums Thema Biodiversität geht. Das ist für die Sekundarstufe 1 und 2. Und in diesem Material geht es ist sehr umfangreich, das ist 198 Seiten lang. Und da geht es darum, fächerübergreifend das Thema Biodiversität näher zu bringen. Vom Aufbau ist es so, dass es im ersten Teil um Lebensräume geht, also die Erkundung von, was ist eigentlich eine Hecke, was ist ein Moor, was ist eine Wiese und so weiter. Und da wirklich, vor allem im Frühling, eine sehr, sehr schöne Geschichte, aber natürlich auch zu anderen Jahreszeiten, wirklich rauszugehen und mit allen Sinnen diese Lebensräume auch zu erfahren und zu erforschen. Im zweiten Teil geht es dann ums Leben und die Vielfalt, also auch diese ganzen Zusammenhänge und dann noch ein bisschen tiefer hinein, wie ist auch diese Biodiversität für uns und unser Leben wichtig. Im dritten Teil geht es um den Einfluss des Menschen, also was für einen Einfluss hat der Mensch auf die Klimakrise, auf die Biodiversitätskrise, auf das Artensterben. Jetzt bin ich schon zu viel im Klimathema drin, langer Tag schon. Und im vierten Teil geht es um Lösungen und Aktivwerden. Und ja, wenn ihr Lust habt, schaut es euch an. Das Material ist kostenlos, kann man sich downloaden bei uns auf der Homepage. Ich kann euch dann auch gerne noch den Link in den Chat hineinstellen. Kann man sich einfach über ein Formular runterladen und ist eigentlich eine sehr, sehr nette Geschichte. Dann würde ich euch gerne auch noch hinweisen. Dankeschön, Martina, dass du mit dabei warst und schönen Abend noch. Euch anderen würde ich gerne noch hinweisen auf den Less is Best Ideenwettbewerb für Schulklassen. Wenn ihr Lust habt, gerne reinschauen und mitmachen. Da kann man 5.000 Euro Gutschein bekommen für ein Umweltprojekt. Also vielleicht als Anreiz, gleich mal was Größeres zu machen. Macht einfach mit, da werden Ideen gesucht zur Verpackungsvermeidung, zum Thema Upcycling. Genau, einfach nachschauen. Sehr, sehr nette Geschichte. Und da möchte ich euch noch ganz kurz über unsere Klimaaktionswoche erzählen. Und zwar ist es ein Format, was wir schon vor einigen Jahren entwickelt haben und was wir immer wieder, wenn Corona nicht gerade dazwischen kommt, gerne auch machen mit Schülerinnen und Schülern, wo wir unseren Workshop verlängert haben auf 5 Stunden und im ersten Teil eben wirklich eingehen auf, was ist eigentlich der Klimawandel und wie können wir aktiv werden. Und das Ganze ist auch sehr, sehr interaktiv und da geht es auch um die Klimakrise, Klimagerechtigkeit und wie man eben aktiv werden kann. Im zweiten Teil kooperieren wir dann mit den Climates Austria, die eine Simulation der UN-Klimakonferenz mit den Schülerinnen und Schülern durchführen. Das heißt, da schlüpfen die Schülerinnen in die Rollen verschiedener Länder und verhandeln und diskutieren miteinander, wie sie eben die Klimaerwärmung begrenzen können. Und im dritten Teil malen sie dann Banner mit ihren Forderungen und Wünschen für eine lebenswerte Zukunft. Und diese kleinen Banner, die werden da zusammengehängt und wir haben sie oft schon auf der Jugendklimakonferenz aufgehängt oder wir haben sie auch zu den Klimastreiks mitgenommen. Also von dem her vielleicht für euch als Anregung, es ist immer cool, wenn man nach seinem Input-Teil auch noch aktiv wird mit den Schülerinnen und Schülern und wirklich was zum Angreifen macht. Wenn man Banner malt und dann mit ihnen auf einen Streik geht, das ist so viel Empowerment, das ist so genial, da reden sie danach noch lang drüber.
oder wenn man eine Kleidertauschparty organisiert und. Also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie man da tolle Impulse setzen kann. Ja, wir bieten außerdem verschiedenste Umweltworkshops zu verschiedenen Themen an, zum Beispiel zum Thema Klimawandel, eben sehr ähnlich, also eigentlich gleich von den Inhalten, wie das, was ihr heute gehört habt. Es gibt den einerseits in Präsenz und andererseits auch online. In Präsenz dauert er 2 Stunden, online 1 Stunde. Dann haben wir noch einen Workshop zum Thema Lebensmittelverschwendung, zum Thema Plastik und zum Thema Stadt der Zukunft. Also wenn euch das interessiert, sehr, sehr gerne bei mir und meiner Kollegin melden und die Workshops buchen. Kann euch da auch noch einen Link hineinstellen. Und ja, vielleicht nochmal ganz kurz und knackig zusammengefasst. Was ist mir, was ist uns jetzt wichtig bei unserer Bildungsarbeit? Einerseits ist es uns wirklich wichtig, dass wir eben die Schülerinnen und Schüler nicht mit diesem Ohnmachtsgefühl zurücklassen, sondern dass wir sie motivieren und begeistern, dass sie aktiv werden für den Umweltschutz. Und das funktioniert meistens am besten, wenn man selber motiviert ist und begeistert ist. Dann kann man auch anstecken. Wir stellen einen Bezug zur Lebensrealität dar und ich finde gerade zum Beispiel das Thema Konsum, das Thema Kleidung ist eines, was sehr, sehr gut andockt, auch bei den Schülerinnen und Schülern. Das heißt, gemeinsame Kleidertauschparty organisieren oder auch gemeinsam was kochen, ein Event organisieren. Das kann wirklich cool sein und da lernen sie mehr als nur was zum Thema. Sie lernen eigentlich auch noch viele Skills für ihr restliches Leben. Wir wollen kritisches und systemisches Denken fördern mit unserer Bildungsarbeit. Und da geht es uns eben schon auch um Themen wie die Klimagerechtigkeit, also dass man diese Klimafragen nicht unabhängig sehen kann von sozialen Fragen. Das gehört zusammen. Und auch, wie hängen diese verschiedenen Bereiche und Themen miteinander zusammen? Wie ist das miteinander vernetzt und verknüpft? Also auch das wollen wir miteinander vernetzen und verknüpfen. Wir wollen die Multiperspektivität fördern, also dass die Schülerinnen und Schüler die Klimakrise aus verschiedensten Perspektiven wahrnehmen und erkennen können. Nicht nur aus der Perspektive einer durchschnittlichen Europäerin, sondern eben da auch verschiedenste Perspektiven. Wie geht es einem armen Menschen, einem reichen Menschen? Wie geht es den Menschen im globalen Norden, im globalen Süden, Frauen, Männer? Dass man einfach da ein bisschen ein Gefühl bekommt. Oder auch Unternehmen, Politik, was gibt es da für verschiedene Perspektiven? Und wie kann man von diesen verschiedenen Perspektiven das Thema nochmal ganzheitlich auch betrachten? Es geht uns darum, dass die Schülerinnen und Schüler sich auch Gestaltungskompetenzen mitnehmen. Weil wir sind alle Mitgestalterinnen unserer Gesellschaft, jeden Tag aufs Neue. Und es fängt bei den Entscheidungen an, wo und wie wir einkaufen oder welche Dinge wir konsumieren und so weiter. Also das ist, oder auch wie wir uns fortbewegen. Das heißt, wir können die Gesellschaft mitgestalten, wenn wir sehen, dass in unserer Gemeinde Fahrradwege fehlen. Einfach zum Politiker, zum Bürgermeister gehen und das anbringen. Und das kann ein langer Weg sein, das kann ein steiniger Weg sein, aber manchmal, gerade auf Gemeindeebene, kann man da oft mehr bewirken, als man sich im ersten Moment vielleicht auch denkt. Uns geht es auch ganz stark ums Empowerment, also um die Selbstwirksamkeit zu stärken und Schülerinnen und Schüler zu motivieren, dass sie auch wirklich einen Beitrag leisten können. Und deswegen ist es oft so wichtig, dass man mit einem kleinen ersten Schritt beginnt, dass man nicht gleich sagt, okay, du musst von einem Tag auf den anderen jetzt komplett klimafreundlich leben, sondern na, mach einen ersten Schritt und der erste Schritt ist schon einmal super und dann kann ja nur ein zweiter und ein dritter und ein vierter folgen. Das wären jetzt einmal so die wichtigsten Punkte, die ich euch gerne noch mitgeben wollte. Und jetzt möchte ich noch mal kurz den Raum aufmachen. Gibt es von eurer Seite noch Fragen, bevor wir zum Abschluss kommen? Ich habe noch einen Abschluss, aber gibt es noch Fragen von eurer Seite? Dann gerne ein Sternchen in den Chat oder die Frage direkt in den Chat hineinschreiben. Ansonsten, wenn noch eine Frage kommt, könnt ihr weiterhin auch in den Chat reinschreiben. Würde ich euch gerne noch, bevor wir die abschließende Übung machen, würde ich euch gerne noch einladen, dass ihr noch ein Feedback gebt zum heutigen Workshop, dass ihr
keine Ahnung, vielleicht ist noch ein Thema offen geblieben für euch, vielleicht wollt ihr dem Rest der Gruppe noch was mitgeben, dass ihr, was auch immer ihr noch sagen wollt, hier noch in unser gemeinsames Mentimeter eintragt. Und dazu bitte ich euch, wieder auf www.menti.com zu gehen. Ich tippe es auch wieder in den Chat hinein und den Code einzugeben 2481 4696. Und da ist auch eine Frage, wie kann man Klimaleugner überzeugen, wie diejenigen, die ihren Lebensstil nicht ändern wollen? Ja, spannende Frage, wie kann man die überzeugen? Ich glaube, ganz oft geht es tatsächlich auch darum, einfach zuzuhören. Weil oft kommen die dann gleich schon mit einem eigenen Gegenargument, die ganze Zeit mit jedem Argument, mit dem man kommt. Aber wenn man mal zuhört und die wirklich ernst nimmt und dann aber immer wieder drauf eingeht und dann vielleicht wieder was dazu, also dass man schafft, in einen Dialog zu kommen. Weil ganz oft ist es so, dass man in so einer Art Diskussion landet, wo verhärtete Fronten gegeneinander prallen. Und deswegen glaube ich, dass das Wichtigste ist bei Klimaleugnern, wobei die Gott sei Dank eh immer weniger werden, dass es ganz wichtig ist, zu versuchen, auf eine Dialogebene zu kommen, wo ihr den anderen zuhört und vielleicht auch ihren Ängsten zuhört. Ganz oft ist es so Angst von, ja, die Klimaschützer, die wollen mir verbieten, dass sie irgendwie nur Spaß haben kann im Leben. Geschichte, also so diese Angst vor, die wollen mir was wegnehmen. Und wenn man jetzt in ein Zuhören reinkommt und dann gemeinsam probiert, sich was zu überlegen, dann kann das oft Türen und Tore aufmachen. Also für mich ist dieses Zuhören und dieses in den Dialog kommen, ist für mich eine Möglichkeit, mit sowas umzugehen. Aber es gibt natürlich Leute, die sehr verhärtet sind. Aber vielleicht zu dem Punkt auch noch, der Großteil der Leute sind keine Klimaleugner. Es gibt einige Leute, die aktiv sind. Dann gibt es sehr, sehr viele Leute, die zwar davon wissen, aber irgendwie nicht so recht wissen, wie sie starten sollen, und ganz wenige, die Klimaleugner sind. Von dem her, wenn wir uns wen vornehmen, würde ich eher sagen, die Leute, die eh wollen, aber noch nicht wissen genau, wo sie anfangen können. Die Klimaleugner sind echt die schwerste Zielgruppe. Und es freut mich auch, dass es Mut und Lust gemacht hat, weiterzumachen. Danke auch schon mal für die ganzen Feedbacks, die ihr da auch schon ins Menti eingetragen habt. Während jetzt noch die restlichen Feedbacks eingetragen werden, würde ich euch alle bitten, dass ihr euch noch mal kurz umschaut in eurem Raum, wo ihr jetzt sitzt, ob ihr in der Schule seid oder gerade zu Hause, und euch irgendeinen Gegenstand sucht, der euch Hoffnung gibt. Und sucht es dann einmal und bringt es dann bitte wieder zu euren Bildschirmen. Und ich lasse noch ganz kurz das Mentimeter offen und dann werde ich schließen. So, und für alle, die noch tippen und schreiben, ihr könnt gerne weiterhin noch ins Mentimeter was eintragen. Es ist weiterhin aktiv. Ich werde jetzt aber das Bildschirmteilen stoppen. Und bitte euch jetzt alle nochmal eure Kameras einzuschalten. Und für alle, die es noch nicht gemacht haben, sucht euch noch einen Gegenstand, der euch Mut gibt, der euch Hoffnung gibt für unsere Zukunft. Und haltet den nochmal in die Kamera. Und dann könnt ihr euch auch schon ein bisschen umschauen, was ihr das an Gegenständen und Pflanzen und Tieren im Raum haben. Und das ist voll schön. Auch ein Foto haben wir mit Kindern. Und ich glaube, wir müssen uns immer wieder, wenn wir gerade mutlos sind, wenn wir gerade keine Hoffnung haben, müssen wir uns daran erinnern, es gibt schon so viele Dinge, die Mut machen, die Hoffnung machen. Schon so viele Dinge, die richtig laufen. Und ich würde uns jetzt, vielleicht, Ilse, magst du noch ein Foto, ein Screenshot von uns machen, weil es gerade so ein schönes Bild ist. Noch ein schönes Abschlussfoto, was Mut machen soll. Und genau, also nochmal in die Kamera lächeln für ein Abschlussfoto. Ach, gerade, ja, ich mache noch eins. Gerne. Sehr gut, danke schön. Kann ich das in den Chat stellen? Nein, oder? Nein, das geht nicht. Das kann man nur. Aber die Margit wird es vielleicht irgendwie mitschicken können. Ja, vielleicht dann noch. Ja. Werden wir schauen. Ja, gut. Wunderbar.
Dann sind wir jetzt schon ziemlich am Ende angelangt. Also wir sind eigentlich am Ende angelangt. Ich habe noch eine allerletzte Folie für euch. Und zwar möchte ich mich bedanken bei euch für die Aufmerksamkeit, fürs Mitmachen, für eure Ideen und Anregungen, die ihr mit reingebracht habt. Ich sage den Schülerinnen und Schülern immer am Schluss, ich hoffe, ihr habt euch viel Wissen von heute mitgenommen. Und das Coole ist, dieses Wissen, das gehört jetzt euch. Ihr seid Botschafterinnen und Botschafter und ihr könnt es jetzt nach außen tragen. Und wir können das nur schaffen, wenn wir gemeinsam aktiv werden. Von dem her, nehmt das Wissen, tragt es weiter, erzählt so vielen Leuten wie möglich davon. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir dann das Klima, die Klimaerwärmung zumindest ein bisschen noch eindämmen können und uns für unsere Zukunft einsetzen können. Vielen Dank fürs Mitmachen und euch noch einen wunderschönen verbleibenden Abend. Wir sind 5 Minuten früher fertig, aber ich hoffe, es ist niemand böse in dem Fall. Und ja, wünsche euch noch einen wunderschönen, feinen Abend. Ah ja, den Links kann ich euch noch reinstellen. Ja, bitte, das wäre super. Vielen Dank für diesen wundervollen Vortrag und für dieses Empowerment und ja, die vielen Tipps und Ratschläge und wirklich von Herzen kommenden Sachen, die auch, dass man auch mit kleinen Dingen oder einfach zuhören, den Gegner oder den nicht wissen wollenden, dass man denen auch damit begegnen kann. Ja, vielen Dank. Und vielen Dank für allen anderen, allen Teilnehmern für das Interesse und die rege Teilnahme. Ja, ich hoffe, es kann in die Schulen getragen werden. Und wir können ein bisschen Hoffnung schöpfen, dass die junge Generation auf jeden Fall da angesteckt wird und viel weiterbringt. Ja, ich danke noch einmal für die Teilnahme und für das schöne Webinar. Ja dann, schönen Abend und bis zum nächsten Mal vielleicht. Ja, schönen Abend. Dankeschön, toll war's.